AirPods sind total im Trend, aber deren Case sieht etwas langweilig aus. Mit einem 3D-Stift kann man das jedoch schnell ändern. Male ringsherum vertikale Linien auf das AirPod-Case. Achte auf nah beieinander liegende Linien und auf zugängliche Öffnungen. Vergiss die Case-Unterseite nicht und lass die Lightning-Connector-Stelle frei. Jetzt kannst du andere Farben und Formen auf das Case malen. Ein sehr beliebtes Motiv ist zum Beispiel ein Einhorn. Vergiss nicht die Blumen und natürlich die Wimpern des Einhorns. Fertig ist das Einhorn-Case. Hey du, sieh mal! Oh, wie niedlich! Und wie? Mein Case ist so schlicht. Wow, la la. Phew, echt anstrengend. Ist das etwa? Das ist ein unglaublicher Fund. Vorsichtig, das stammt aus der Zeit der Römer. Damit werde ich berühmt. Das sollte ich sicher aufbewahren. Oh, hier wäre er sicher. Ein grandioser Fund. So eine Unordnung. Überall ist Staub und Dreck. Hä? Was macht der Becher hier? Sowas von dreckig. Das lässt sich schnell beheben. Stelle den Becher auf den Kopf. Nimm ein Stück Alufolie und knülle einen Ball daraus. Gib ein bisschen Kleber auf den Aluminiumball und klebe ihn an der Tasse fest. Dasselbe machst du viermal. Klebe eine ähnliche Aluminiumform wie diese an eine Seite der Tasse und eine lange Aluminiumform auf die andere Seite. Hülle die Folie in bunten Kleber. Es soll keine Alufolie zu sehen sein. Die Tasse hüllst du auch in Kleber. Beginne beim Tassenrand und lass den Kleber hineinfließen. Sobald der Kleber trocken ist, sollte die Tasse etwa so aussehen. Vergiss nicht, das Gesicht zu malen. Das sieht viel besser aus. Hey, hast du mein Artefakt gesehen? Es ist so eine Tasse, die sehr alt aussieht. Ja, die habe ich repariert. Oh nein, bitte nicht. Mein Leben ist ruiniert. Dir gefällt sie nicht? Meine beste Arbeit. Hi, echt cooles Forschungslabor hast du hier. Oh, ich habe etwas Besonderes für dich. Oh, ein Stift. Kein gewöhnlicher Stift. Ich habe schon einen Laserstift. Verflixt. Okay, was ist damit? Ein Lippenstift der anderen Art. Echt beeindruckend, oder? Den hast du mir letztes Jahr gegeben. Okay, mal überlegen. Was gebe ich ihr? Ah, ich hab's. Beeil dich mal ein bisschen. Damit siehst du alles. Echt jetzt? So ein Müll. So ein Reinfall. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich habe noch das hier. Leg die kaputte Brille auf einen Tisch. Mit einem 3D-Stift verbindest du die Bruchstelle der Brille. Auch der Brillenrahmen muss bedeckt werden. Und die Oberseite der Brille etwa so. Dann kommt der Brillenbügel hinzu. Befestige ihn mit dem 3D-Stift. Der ganze Brillenbügel soll bedeckt sein. Und schon sieht die Brille aus wie neu. Ich habe die Brille repariert. Oh, lass mal sehen. Und, was sagst du dazu? Oh, die kannst du behalten. Aber schon kapiert. Manchmal braucht man einfach einen neuen Look. Aber geh nicht gleich auf Shoppingtour, sondern schnapp dir einfach eine Klebepistole. So werden selbst langweilige Schuhe zu etwas Besonderem. Verschiedenfarbiger Glitzerkleber sorgt für einen funkelnden Effekt. Und das Endergebnis ist wirklich magisch. Perfekt für faule Strandtage. Sie wird garantiert für Aufsehen sorgen. Ah, meine Kopfhörer. Die habe ich schon gesucht. Zuerst höre ich... Ah! Schau sich das einer an. Wie ekelhaft. Igitt. Oh, genau, was ich brauche. Danke. Oh, ich muss mich gleich übergeben. Okay, das sieht schon richtig gut aus. Aber ich muss noch meine Haare kämmen. Hä? Igitt, was ist bitte mit meiner Bürste passiert? Alles voll mit schwarzen Haaren. Liam! Das ist echt lecker. Schau dir meine Bürste an. Lass meine Sachen in Ruhe. Was? Kein Plan, wovon du redest. Willst du mich verarschen? Auch da steht mein Name drauf. Bla bla bla. Das ist ekelhaft und echt nervig. Moment mal, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich brauche nur einen Holzlöffel und meinen 3D-Stift. Dann male ich einfach komplett über den Löffel. Ich folge der Löffelform mit dünnen Linien.
Dann benutze ich den 3D-Stift und erzeuge vertikale Linien auf dem Plastik. Das sind wie kleine Stacheln. Ich verteile sie gleichmäßig. Ich muss das ganze Plastik mit den Stacheln versehen. Die Stacheln müssen dabei nicht gleich lang sein. Ich schneide sie am Ende mit der Schere ab. So werden sie gleich lang. Das sollte reichen. Ich wünschte, mir wäre das schon früher eingefallen. Jetzt kann ich meine Haare bürsten. Fühlt sich schon viel besser an. Und keine von Liams Haaren daran. Das ist perfekt. Jetzt bin ich fertig. Autsch! Mein Hintern! Dein Ernst, Liam? Das reicht! Hey, pass auf! Ich muss los! Hey, Emma, geht's dir gut? Claro! Lass uns loslegen! Ich muss mich auflockern. Gaming ist ein ernstes Thema. Du bist so gut wie am Ende. Schau dir diese Moves an! Du hast wohl geübt. Natürlich! Woohoo! Aber du bist trotzdem nicht gut genug. Mach dich bereit zu verlieren. Was? Wie hast du das gemacht? Ja, ich bin der Beste. Go, Liam. Go, Liam. Das war reines Glück. Zeit, es ihm heimzuzahlen. Ich tausche Liams Maus einfach mit Seife aus. Haha, ein Kinderspiel. Ich fühle mich groß. Rematch? Warte, was ist hier los? Halt, irgendwas stimmt nicht. Oh, wie schade. Seife? Dein Ernst? Das ist Betrug. Das kann ich auch. Nein, das ist unfair. Ups, meine Hand ist ausgerutscht. Und jetzt, Game over. Mal im Ernst, ich bin viel zu gut in diesem Spiel. Ich gewinne immer wieder. Nein, das ist echt nervig. Sieh's ein, Emma. Ich bin der Beste. Wow, au, das tat weh. Mein Kopf, das wird eine Beule geben. Oh nein, meine Kopfhörer. Die sind jetzt voll hinüber. Alles okay? Schau, die sind kaputt. Keine Panik, hier sind meine Kopfhörer. Kannst du benutzen. Echt? Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur meinen 3D-Stift. Zuerst male ich einen Kreis, aber mit einem kleinen Schlüsselloch in der Mitte. Jetzt male ich einen kleinen Kreis im Inneren. Zeit, alles auszufüllen. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Das ist echt entspannend. Der erste Teil ist fast fertig. Jetzt muss ich die 3D-Form schaffen. Ich ziehe vertikale Linien an den Kanten und verbinde sie dann. Und auch das fülle ich aus. Das mache ich rundherum, bis ich so etwas habe. Perfekt. Ein paar Teile fehlen aber noch. Jetzt kann ich sie zusammensetzen. Auch dafür benutze ich den 3D-Stift. Ich muss sicher gehen, dass alles fest ist. Dann stecke ich die Kopfhörer hinein. Jetzt bin ich bereit zum Spielen. Die fühlen sich echt gut an. Okay, los geht's. Aber dieses Mal nicht schummeln. Deal. Ich bin so froh, dass wir das machen. Ich weiß, es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir aus waren. Ein romantisches Essen ist einfach so schön. Nur du und ich, weißt du? Das ist der perfekte Moment. Emma, das hier ist für dich. Hühnchen? Wie kam das denn da rein? Das ist für dich. Eine Klobürste? Warte, tut mir leid. Das ist für dich. Du bist mein Ein und Alles. Liam, wie wunderschön. Genau wie du. Ich liebe ihn. Lass uns ein Foto machen. Verzeihung? Können Sie bitte ein Bild machen? Natürlich. Lächeln. Moment mal. Ist das der gleiche Ring? Das kann doch nicht sein. Ich kann's nicht glauben. Her mit der Kamera. Danke, Sie können jetzt gehen. Okay. Was sollte das denn? Sie hat den exakt gleichen Ring. Ich will, dass mein Ring etwas Besonderes ist. Oh, was soll ich denn nur tun? Oh, ich weiß. Ich male ein Herz auf dieses Papier. Dann fahre ich es mit transparentem Kleber nach. Jetzt zum Ausfüllen. Ich muss nur sicher gehen, dass es seine Form wahrt. Langsam, ich will es nicht vermasseln. Nun zum nächsten Teil. Bevor es trocknet, drücke ich den Ring hinein. Ganz vorsichtig. Perfekt. Jetzt noch etwas Kleber. Das sollte reichen. Und nun tauche ich es in diese Perlen. Das ist wirklich einzigartig. Emma, der ist für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Oh, Liam, er ist perfekt.
Du bist so ein Romantiker. Danke. Ich bin so glücklich. Und ich dann so, yo, egal, Bro. Ich wurde trotzdem zum Nachsitzen verdonnert. Aber das war mir egal. Du bist so witzig. Das hätte ich gerne gesehen. Liam! Hilfe! Was ist los? Schon okay, ich bin hier. Ich hatte solche Angst. Danke, Liam. Wo ist mein Lolli hingeflogen? Ah, da ist er ja. Den kann ich nicht mehr essen. Der ist voller Haare. Ekelhaft. Ich wünschte, ich könnte Emma helfen. Hey, Emma, nimm das. Nein, danke. Na gut, ich hab's probiert. Warte, ich hab 'ne Idee. Ich gebe die Süßigkeit in meine Klebepistole. Ich habe ein Dreieck auf das Papier gemalt und male es mit der geschmolzenen Süßigkeit aus. Das riecht echt gut. Ich bleibe innerhalb der Linien. Es muss perfekt werden. Unten muss ich eine kleine Lücke lassen. Okay, nun zum unteren Teil. Hierfür brauche ich etwas Grün. Und jetzt ein dunkleres Grün. Fast fertig. Ich stecke ein Stäbchen hinein und verziere es. Ein Wassermelonen-Lolli. Wow, der ist ja genial. Der gehört dir. Das ist so süß. Gern geschehen. So lecker. Perfekt. Ich habe mir auch einen gemacht. Hey, das ist echt lecker. Das ist die perfekte Farbe für eine Giraffe. Sieht so hübsch aus. Was kann ich sonst noch anmalen? Vielleicht kann ich auch Papi ein bisschen aufhübschen. Was für ein Tiefschlaf. Hä? Seit wann ist denn mein Bart grün? Verstehe. Emma hat mal wieder gemalt. Ich bin eine Künstlerin. Zeit für dein Frühstück, Schatz. Leg den Pinsel weg. Okay, Papi. Warte, vielleicht kann ich ja den Löffel bemalen. Sieht schon viel besser aus. Was machst du denn da, Schatz? Wow, nicht so voreilig. Das kannst du nicht benutzen. Wow, du bist so gemein. Psst, nicht wütend sein. Moment mal. Ich habe eine tolle Idee. Oh, das funktioniert bestimmt. Ich brauche nur einen 3D-Stift und einen Löffel. Ich folge einfach der Form. Warte nur, bis Emma das sieht. Sie wird begeistert sein. Nun zum Griff. Auch hier muss ich einfach der Form folgen. Das war's. Jetzt muss ich es nur noch vom Löffel nehmen. Das ist Emmas ganz eigener Löffel. Oh, was ist denn das? Wow, der ist großartig. Genau wie der, den ich bemalt habe. Ich probiere ihn direkt aus. Das schmeckt lecker. Der ist perfekt, Papi. Danke. Ich kann nicht mehr. Warum schaust du mich so an? Nicht bewegen. Nein, nein, nicht meine Haare. Bleib fern von mir. Was? Ich habe sie zu Hause vergessen? Die sind sowas von 5 Jahre hinterher. Aber besser als nichts. Wow, hast du ein Museum ausgeräumt? Und das war's dann mit denen. Mein Spezialstift. Ein bisschen was hier rein und ich habe ein neues Paar Ohrstöpsel. Siehst du? Das ist schon besser. Diese Musik klingt wirklich toll. Nur ein weiterer Stift-Hack. Die Nägel sind gefeilt. Rot ist gut. Wer braucht schon einen Salon? Oh, offensichtlich ich. Wie tollpatschig. Oh Mann, der Lack muss runter. Geh ab. Noch dran. Wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Jetzt geht's los. Es ist hoffnungslos. Ist es überhaupt noch zu retten? Da muss ich wohl kreativ werden. Lass uns basteln. Ich mache mir meine eigene Hülle mit diesem praktischen Klebestift. Sieht das schon nach einer Hülle aus?
Vergiss die Seiten nicht. Du kannst jede Farbe nehmen, die dir gefällt. Die hier passt zu meinem Outfit. Was geht ab, Kleine? Ich gewinne hier sowas von. Zeit für eine kleine Pause. Auf Displays zu starren macht echt müde. Oh yeah. Interessant. Oh, was war das? Na, das war nicht die Katze, oder? Madisons Brille. Sie wird mich umbringen. Mich und meinen breiten Hintern. Aber wenn ich darüber nachdenke? Dieser Stift kann alles reparieren. Umreiße zuerst das Glas. Geh dann die Kante runter. Mach weiter, bis du komplett rum bist. Kommt dir das bekannt vor? Jetzt musst du sie nur noch verbinden. Und nun zu den Bügeln. Und das war's schon. Sieht ziemlich genial aus. Langsam. Langsam. Das war knapp. Sie hat genau deine Größe. Bin ich mit Brille eingeschlafen? Oh Gott. Das ist seltsam. Juhu. Geschafft. Wow. Schau dir all diese tollen Sachen an. Dieser Schmetterling steht mir so gut. Aber warum schon aufhören? Ich meine, wozu sind Finger da, oder? Du siehst echt toll aus. Und was ist mit mir? Ich habe den hier selber gemacht. Das ist schon eher ein Statement. Vielleicht zu viel. Könnte das funktionieren? Warum versuche ich es überhaupt? Warte mal. Ich hab's. Na klar. Siehst du dieses Herz? Umrande es mit deinem Klebestift. Ich habe Rot gewählt. Und jetzt ausmalen. Als nächstes ist die Krone dran. Passend für eine Königin, schätze ich. Oh, wie niedlich diese Blume doch ist. Du kannst verschiedene Farben verwenden, wenn du willst. Jetzt die Blütenblätter ausmalen. Die Perfektion. Fragst du dich, was das wird? Das ist der Teil, der um den Finger kommt. Erinnerst du dich noch an das Herz? Gib einen Kleckskleber darauf und kleb den Ring obendrauf. Hey, du hast Schmuck gemacht. So niedlich, kaum zu glauben. 4 selbstgemachte Ringe, fantastisch. Hä? Wo hat sie die her? Zeig mal. Die sind einzigartig, oder? Darf ich den anprobieren? Oh, der gefällt mir. Ringschwestern. Es gibt nichts Schöneres als eine Kissenschlacht. Meine Haare. Meine Sicht ist beeinträchtigt. Zu viele Haare. Okay, warte kurz. Ich brauche eine Minute. Habe ich hier kein Haarband rumliegen? Na dran. Nicht so schnell. Ich habe sie zuerst gesehen, aber ich brauche sie dringender. Gib her! Schau, was du gemacht hast. Aber vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Zeit für die Plan B-Box. Wir brauchen deine Hilfe, Zauberstift. Das wird fantastisch. Zuerst machen wir Wellenlinien. Dann schließen wir sie und füllen alles aus. Es wird gleich einen Sinn ergeben. Mit einem Pinsel malen wir klitzekleine weiße Herzen drauf. Sind sie nicht goldig? Okay, eins noch. Was ist Basteln ohne Glitzer? Als nächstes kleben wir die Enden zusammen. Dann kommt die Spange ins Haar. Kein Haar flattert mir mehr ins Gesicht. Wow! Wow!
Die Schlacht kann weitergehen. Du und deine Klassenkameradin habt einen ähnlichen Geschmack. Und das führt manchmal zu Problemen. Tschüss. Hemingway ist wirklich interessant. Hä? Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, sowas eingepackt zu haben. Ich juble nicht mal jemanden an. Warte, ist das mein Rucksack? Was mich auf eine tolle Idee bringt. Zeichne deinen Namen und umreiße ihn mit deinem Klebestift. Ich habe mich für einen lustigen Bubble-Schriftzug entschieden. Du kannst doch jede beliebige Farbe nehmen. Denk auch an die versteckten Stellen. Wie um das E herum. Dann wird es Zeit für Farbe. Trag den Kleber in verschiedene Richtungen auf, um die Buchstaben sichtbarer zu machen. Oder mach das Ende jedes Strichs definierter. Noch einen Umriss rum und eine Kette dran. Mal sehen, wer sich jetzt noch die falsche Tasche schnappt. Hä? Das ist nicht mein Name. Madison? Das war ganz schön knapp, was? Vom Namensschild gerettet. Hat Amor endlich meine Gebete erhört? Sind die Haare okay? Oh, hey! Wow. Raus aus meinem Mund. Und meine Haare? War das ein Tornado oder was? Warte mal, ich weiß, was mir helfen wird. Hallo, alter Freund. Siehst du diesen Stift? Benutze ihn, um den Kleber so zu formen. Immer weiter. Und wenn es trocken ist, zieh es ab. Es sollte wie eine kleine Feder aussehen. Mach etwas Kleber ans Ende und kleb die Enden zusammen. Tada! Keine verrückten Haare mehr. Also, wo war ich? Hi, du. Oh, yeah. Mit einem normalen Stift kann man coole Sachen machen, richtig? Dann hast du wohl noch nie einen 3D-Stift benutzt. Ja, mit einem 3D-Stift kann man tolle Sachen machen. Und zwar nahezu alles. Man braucht dafür nur etwas Kreativität. Und auch etwas Geduld. Dann macht es großen Spaß. Okay, Leute, ich tauche dann mal ab. Sehr gut. Liam, dein Snack ist fertig. Orangen isst du doch am liebsten. Nein, erst musst du dir die Hände waschen. Du kennst doch die Regeln. Die sind sauber, okay? Hey, Hände waschen. Okay. Oh, sowas Blödes. Aber wenn sie darauf besteht, fein. Ich benutze dafür sehr viel Seife, Mom. Wow! Mann, ist das rutschig. Hey, ich kann sie nicht mehr festhalten. Nein, das ist doch zwecklos. Alles sauber, siehst du? Ich habe so einen Hunger. Oh, warte kurz. Oh, muss ich pieseln? Wow! Oh, Liam! Hä? Was ist denn nun schon wieder? Ich wäre fast auf den Kopf gefallen. Die Seife? Wieso liegt die denn auf dem Boden? Als wären ihr Flügel gewachsen. Na los, bleib endlich liegen. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ein 3D-Stift hilft dir dabei, dass die Seife nicht mehr verrutscht. Seht ihr all die Schnörkel? Die halten die Seife für euch fest. Malt sie direkt auf die Seife, damit sie die perfekte Form haben. Aber noch sind wir nicht fertig. Male mit dem 3D-Stift dieses Bild aus. Wir haben uns fürs Einhorn entschieden. Nimm verschiedene Farben, damit es bunter wird. Male es mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen aus. Und voilà! Es ist fertig.
Na, schau mal diesen tollen Seifenhalter. Leg sie hinein. Passt wie angegossen. Sehr gut gemacht. Ich behalte dich im Auge. Oh, ich habe so gut geschlafen. Es geht doch nichts über gute Musik am frühen Morgen. Hallo? Hey, ich liebe diesen Song. Am liebsten würde ich tanzen. Und fertig angezogen. Wuhu, nun bin ich bereit für diesen Tag. Genau so macht man das. Schuhe bitte. Oh yeah. Wundert euch nicht über meinen Gang, aber ich spüre einfach den Beat. Ah, riecht das gut. Nature, Baby. Hey, da ist Liam. Was geht? Ava, hi. Warte. Nein, Liam nicht. Was winkt die denn so? Liam, halt. Die Banane. Der sieht die Banane überhaupt nicht, oder? Oh nein. Oh. Aber alles gut. Nichts kann meinen Rhythm stören. Obwohl, wenn ich es mir so überlege... Oh Mann, meine Kopfhörer. Oh, das war's dann wohl mit der Musik. Was mache ich denn jetzt? Diese Dinger haben leider keinen satten Bassklang. Es sei denn, ich mache meine eigenen Kopfhörer. Und dazu brauche ich nur diesen 3D-Stift. Nun male ich die Form aus. Mach weiter so, Strich für Strich. Lege nun dieses Stück drauf. Mit dem 3D-Stift klebst du sie aneinander. Und wenn das trocken ist, befestigst du alle Teile miteinander. Den steckst du hier rein. Tada! So, sitzt fest und sicher. Liam, ist alles in Ordnung? Oh ja, zieh dir das rein. Ich spüre wieder den Beat. man sieht sich. Warte, Dad, ich brauche noch was. Oh, sie hat es nicht mal bemerkt, hä? Huh? Hast du nicht was vergessen? Oh, danke. Lass uns weiter. Oh, ich kann sie einfach nicht finden. Nope, hier drin sind sie nicht. Aber was denn? Meine Schlüssel. Du hast sie schon wieder verloren. Lass sie uns suchen. Nope. Hast du hier schon nachgesehen? Gucken wir mal unter dem Sofa. Und? Nichts. Mal nachdenken. Ich hab sie nicht, oder? Ekelhaft. Igitt. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Einen Augenblick. Auf die passt du jetzt aber gut auf. Goodbye. Wünsch dir einen schönen Tag. Halt, habe ich meine Schlüssel dabei? Hier finde ich doch niemals was. Oh, auf dem Nachttisch. Oh Mann. Dad, lass mich rein. Diese Geschichte ist gerade so spannend geworden. Oh, das ist hoffnungslos. Ich bin wohl ausgesperrt. Immer muss ich den Müll rausbringen. Ava! Ich habe meine Schlüssel vergessen. Schon wieder? Oh je, ist das alles dein Zeug? Das bringt mich auf eine Idee. Mit Hilfe dieses Puzzleteils wirst du deine Schlüssel nie mehr verlieren. Ist das Teil bedeckt, schreibst du den Anfangsbuchstaben deines Namens obendrauf. Und fertig. So wirst du sie nie mehr vergessen. Hier für dich. Hey, da steht ja ein A drauf. Danke, Dad. Oh, Dad hat sich auch einen Anhänger gemacht. Sehen die nicht einfach süß zusammen aus? Ich habe den besten Dad der Welt. Läuft wie am Schnürchen. Oh,
Also dann, Kinder, ich bin mal weg. Du benimmst dich bei Dad, okay? Lass sie nicht aus den Augen. Bis zum Abendessen dann. Tschüsselchen. Ugh, mir ist langweilig. Daddy, spielst du mit mir? Was soll ich denn damit machen? Oh! Das wiegt ja 1000 Kilogramm oder so. Gibt's denn hier gar nichts, mit dem ich spielen könnte? Wow, Mom hat so viele Kleider. Das gefällt mir am besten. Unglaublich. Da ist ja jede Menge Erwachsenenkram. Heiliger Bimbam, das ist ja wie ein echter Schatz. Ob mir der wohl passt? Cool. Oh, endlich fertig. Ava, was zum Geier machst du da? Gefällt's dir? Das sind alles Mams Sachen. Und merkt dir, niemand soll an meine Sachen gehen. Oh Gott, das ist wirklich ungünstig jetzt. Aber ich weiß, wie ich das lösen kann. Ich gebe Ava einfach ihren eigenen Schmuck. So wird sie sich wie eine Prinzessin fühlen. Diese Krone wird sich als Ring sehr gut machen. Man kann aber auch andere Formen machen, wie einen lustigen Stern zum Beispiel. Und verschiedene Farben gibt es auch. Jedes kleine Mädchen fährt auf Herzen ab, richtig? Rot ist die perfekte Farbe dafür. Bin gleich fertig. Ist das nicht schön? Vergiss nicht den Punkt in der Mitte. Damit befestigst du nämlich den Ring. Genau so. Und nun hat sie jede Menge Ringe. Und die hier gehören dir allein. Sind die nicht schön? Danke, Daddy. Du kannst das hier anziehen. Na, das nenne ich mal Kreativität. Oh, die Schulglocke. Ich muss los. Oh, mein Rock hat sich im Spind verfangen. Oh, komm schon. Ich habe keine Zeit dafür. Nun, komm schon. Oh, oh nein. Oh. Ach ja, meine Schlüssel. Doi. Hä? Wo ist er denn? Ach so, bestimmt in meiner Tasche. Irgendwo hier drin muss er sein. Okay, das ist jetzt echt bescheuert. Ich kann ihn nicht finden. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Genau so mache ich's. Mal sehen. Eine Chipstüte. Bücher. Ich muss noch tiefer rein. Da ist er ja. Hab ihn gefunden. Puh, endlich. Das war ganz schön viel Arbeit. Geschafft. Endlich ist der Spind offen. Moment. Ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich habe meinen 3D-Stift und einen Zettel mit einem gemalten Herz. Und jetzt umrande ich es einfach. Super. Und jetzt fülle ich es aus. Das ist mein Lieblingsteil beim Malen mit 3D-Stiften. Vor allem die langen Linien machen mir Spaß. Und es sollten keine Lücken mehr da sein, damit es auch gut aussieht. Okay, das Herz ist fertig. Jetzt nur noch einen Schlüsselring befestigen. Dabei kann der 3D-Stift auch helfen. Tada, fertig und bereit zum Einsatz. Der sieht so süß aus. Und das Beste daran, keine Schlüsselsuche mehr. Dieser Tanz macht voll Spaß. Oh, die Klingel. Ich gehe schon hin. Mist, wir waren gerade voll drin. Guck mal, da ist ein Paket gekommen. Yay, meine neuen Crocs. Die sind voll schön. Oh, ich liebe sie. Wow, oh, ich bin voll neidisch. Meine sind weiß und langweilig. Hey, ich glaube, ich kann sie aber verschönern. Ich male eine kleine süße Blume. Und jetzt mein guter alter 3D-Stift. Zwei Blütenblätter fertig und weiter zum Rest. Am liebsten mit einer Hin- und Herbewegung. So, fertig. Und jetzt nehme ich noch Gelb für die Mitte. Oh, die ist so süß geworden. Als nächstes eine Erdbeere. Bei der fahre ich zunächst den Rand in Schwarz nach. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt die grünen Blätter. Und natürlich rot für die Erdbeere. Das wird so bezaubernd. Und fertig.
Als nächstes einen Stern. Dafür brauche ich nicht mal eine Vorlage. Ich kann die Umrandung auch freizeichnen. Durch das Gelb sieht es hell leuchtend aus. Geschafft! Und jetzt kommen die Schuhe dran. Ich glaube, den Stern setze ich hier hin. Und jetzt noch die anderen. Yes, die sehen echt toll aus. Zeit, sie anzuprobieren. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wow, das hast du richtig gut gemacht, Kate. Hier, das schenke ich dir. Oh, danke. Willst du was richtig Cooles sehen? Guck mal, was ich noch gemacht habe. Die passen genau auf die Schuhe für einen komplett neuen Look. Ich habe den Schuh einfach mit dem 3D-Stift nachgezeichnet. So cool. Ach ja, unser Tanz. Jetzt können wir unsere neuen Schuhe richtig herzeigen. Fast fertig mit Geschirrspülen. Puh. Oh nein, noch eine Tasse. Mach die hier bitte auch noch sauber. Okay, gut. Nur noch die eine. Echt keine Ahnung, wie eine Tasse so dreckig werden kann. Was zur... Meine Hand! Oh nein, ist sie kaputt? Boah, sie ist noch ganz. Nein! Ausgerechnet ihre Lieblingstasse, sie wird mich umbringen. Moment, vielleicht kriege ich das wieder repariert. Ich brauche nicht mal Kleber, ich habe meinen 3D-Stift. Ich bedecke damit einfach die Bruchstelle. Es hat die gleiche Farbe, man sieht es also gar nicht. Und dann mache ich das den ganzen Henkel entlang. Die ganze Seite. Es braucht auch gar nicht viel. So, eine Seite fertig, jetzt nur noch die andere. Hier mache ich jetzt einfach nochmal das Gleiche. Fast fertig mit der Seite. Geschafft! Und jetzt nur noch oben und unten. Der Henkel ist das Wichtigste an einer Tasse. Daher muss ich sicher gehen, dass er ganz fest sitzt. Fertig! Und der Henkel hält sogar. Ah, hier hast du etwas Saft. Ha, ich sehe, du hast den Henkel verschönert. Ist da irgendwas mit passiert? Nein. Na gut, dadurch ist das Festhalten auch viel angenehmer. Danke für den Saft. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Entschuldigung, ich müsste mal an meinen Spind. Mega komisch, dass sie genau hier lernen muss. Mist, die Schulglocke. Hey, wie konnte sich mein Rock im Spind verfangen? Oh, der klemmt richtig fest. Ich muss ihn wohl einfach rausziehen. Jetzt habe ich mich ausgezogen. Nein, das versuche ich lieber nicht. Oh, da ist ein Riesenloch. Moment mal. Ja, mein 3D-Stift. Bin ich froh, dass ich den mitgenommen habe. Ich male einfach ein süßes kleines Design um das Loch im Rock herum. Jetzt ausmalen. Ganz wichtig ist, dass das Loch überdeckt ist. Und nun die nächste Farbe. Um auch den Rest des Lochs zu übermalen. So, das Loch ist unsichtbar. Jetzt noch ein paar kleine Details. Ich fülle die Ohren aus. Und ich verpasse ihm noch ein paar Augen. Nase und Mund darf ich nicht vergessen. Oh, dieser Fuchs ist echt süß geworden. Das Loch ist repariert und mein Rock sieht sogar noch süßer aus. Zwar hatte der Wolf scharfe Zähne, aber er hatte auch ein weiches Herz. Und als die Prinzessin sein Fell streichelte, lag er ihr zu Füßen. Und von diesem Tag an waren sie für immer zusammen. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich decke sie noch richtig zu. Und jetzt auf Zehenspitzen rausschleichen. Oh nein, das war zu laut! Oh, bitte wach nicht auf. Puh, sie schläft weiter. Mist, ich habe ihre Puppe kaputt gemacht. Sie wird so sauer sein, wenn sie das sieht. Oh Mann, was soll ich nur tun? Ja, ich weiß, was ich mache. Komm her, Püppchen, wir reparieren dich wieder. Lass mich nicht im Stich, lieber 3D-Stift. Diesmal brauche ich dich wirklich. Ich versuche es wie Fischschuppen aussehen zu lassen, damit die Meerjungfrau noch echter aussieht. Und jetzt ganz unten die Flossen. Für den Anfang nehme ich Gelb. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber ich benutze viel Gelb, weil ich will, dass es hübsch wird. So, und jetzt noch der finale Touch. Noch ein bisschen Gelb hier oben. Und ich bin fertig.
Oh, die ist echt super süß geworden. Ich denke, das Ergebnis wird ihr gefallen. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich stolz auf mich. Ich lasse ihre Puppe einfach hier, damit sie sie findet. Schlaf schön und jetzt nochmal aus dem Zimmer schleichen. Der Wolf will Kirscheiscreme. Ja, yeah, ich hatte recht, das Popcorn ist so gut. Wo ist es denn? Wo ist es? Vielleicht unter diesen Kissen? Was machst du da? Hör auf, mit den Kissen auf mich zu werfen. Lass mich mal unter deinen Beinen gucken. Es ist aussichtslos. Ich habe überall geguckt. Was ist dein Problem? Ich habe einen Ohrring verloren. Ich finde ihn einfach nicht. Ha, tja, dieses Blatt hier sieht ihm doch ziemlich ähnlich. Gib mir einen Moment. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Und wieder mal kommt der 3D-Stift zu unserer Rettung. Dieses Grün ist echt hübsch. Es leuchtet voll schön. Und nun die andere Seite des Blatts. Das macht echt Spaß, ein echtes Blatt auszumalen. Fertig! Jetzt einfach rausziehen. Das sieht fast wie echtes Laub aus. Und nun befestigen wir den Haken am Ohrring. Gut. Und jetzt noch einen zweiten. Sie sind bereit zum Tragen. Guck mal, was ich für dich habe. Hier. Wie schön. Ich probiere sie gleich mal an. Und wie sehen sie aus? Gut? Yay! Oh mein Gott, ich liebe sie. Die sehen aus wie echte Blätter. So hübsch. Siehst du, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Okay, Zeit für eine Ramensuppe. Brauch nur noch eine Gabel. Oh, das riecht aber gut. Was haben wir denn hier? Oh, dann ist diese Gabel wohl für dich. Okay, dann brauche ich nur für mich Besteck. Was? Wie kann es sein, dass alle Gabeln ausverkauft sind? Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch die Nudelsuppe essen. Okay, vielleicht hat die Schule ja was. Yes, so viele Gabeln. Perfekt. Oh mein Gott, wo kommen denn plötzlich die ganzen Kids her? Oh nein, die nehmen alle Gabeln weg. Oh, ich will einfach nur meine Ramen essen. Moment, natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? So kann ich mein Besteckproblem lösen. Ich male einfach eine Gabelform, genau so. Yep, das funktioniert super. Fertig, ich bin so ein Genie. Ich habe eine Gabel mit einem 3D-Stift gemacht. Noch viel besser, als ich gehofft hatte. Wow, ist das langweilig. Ich schlafe gleich ein. Oh mein Gott, da kommt er. Ich kann es nicht glauben. Aha, du bist schon wieder zu spät. Naja, setz dich. Er setzt sich neben mich. Hoffentlich sehe ich gut aus. Was ist das denn, eine Kochmütze? Hey, Babe, was geht? Oh, gut, willst du von meinem Eis? Ich esse kein Junkfood. Wow, er ist so mega toll. Oh nein, ich habe mich total bekleckert. Das ist ein riesiges Desaster. Wenn er diesen Fleck sieht, wird er die Hochzeit sofort abblasen. Dann rennt er bestimmt vor mir weg. Und er ist Athlet, also rennt er noch schneller weg. Dieser Fleck wird alles ruinieren. Und ich werde ihn nicht einfangen können. Mein Traum ist zu Ende. Oh Gott, das darf ich nicht zulassen. Irgendwas hier drin muss mir doch helfen können. Mein 3D-Stift? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Zuerst male ich ein Dreieck und dann fülle ich es aus, indem ich hin und her male. Bis ganz nach unten. Gut, und jetzt noch die diagonalen Linien. Und dann nochmal andersrum. Ein Karo-Muster. Sieht gut aus und nun pink. Und nun fülle ich den gemalten Kreis aus. Hin und her, hin und her. Das ist echt eine schöne Farbe. So, okay, noch eine gewellte Linie hier unten. Und dann nochmal die Farbe wechseln. Und dann male ich eine gewellte Linie auf die Eiskugel. Und wieder ausmalen. So langsam wird's. Was sieht aus wie Schokolade? Nice. Oh, ich will am liebsten reinbeißen. Aber es fehlen noch Streusel. Nur noch ein paar und fertig. Wow, das ist richtig gut geworden. Und nun klebe ich das einfach über den Fleck auf meinem Top. Ich frage mich, wie er es wohl findet. Oh, guck mal. Ich fand sie ja schon vorher süß, aber so? Na, was geht? Coole Eistüte auf deinem Oberteil. Ha, was ist das alles? Oh, ich verstehe davon nur Bahnhof. Oh, hör auf, bei mir abzuschreiben. Was mache ich denn jetzt?
Mal sehen. Wen soll ich aufrufen? Es bringt gar nichts, dich hinter dem Buch zu verstecken. Komm an die Tafel. Was? Das ist nicht fair. Ich wollte drankommen. Okay, ich habe die Chemikalie aufgeschrieben. Du musst sie mischen. Du kannst damit anfangen. Na los, das ist ein Labor. Fang schon an. Oh, ich habe einen Anruf. Aber mach du weiter. Ich will Ergebnisse sehen. Wie kann er das nur von mir verlangen? Hey, pst. Nimm das Becherglas. Was? Nein, nicht das, das andere. Meinst du das rote hier? Oh, du kennst echt gar nichts. Das da. Moment, das kleine hier? Super, okay, ich hab's. Haha, das wird super. Wahrscheinlich soll ich die zwei jetzt mischen. Ah, was war das denn? Eine Explosion? Die ist voll drauf reingefallen. Wie bitte? Oh nein, ich hab ein Loch in den Tisch gebrannt. Das wird er sofort sehen und dann kriege ich echt Ärger. Oh, du bist so gemein. Was mache ich denn nun? Ich will nicht von der Schule fliegen. Moment, mein 3D-Stift. Okay, ich kriege das auf jeden Fall wieder hin. Zum Glück habe ich eine Farbe, die passt. Zuerst mache ich ein paar lange Linien über das Loch. Und jetzt male ich diagonal in die andere Richtung. Hoffentlich schaffe ich es, bis der Lehrer zurückkommt. Dann bemerkt er das Loch vielleicht gar nicht. Fast fertig, nur noch ein paar Linien. Okay, fertig. Das Loch ist überdeckt. Das Becherglas stelle ich einfach drauf. Ich muss die Tarnung nur gut verkaufen. Oh, du bist immer noch hier? Ja, gut gemacht. Setz dich. Yes, ich habe den letzten Tag meiner Diät geschafft. Weg mit dir, Sellerie. Ich gönn mir nun was mit Geschmack. Ha, das wird so gut. Los geht's. Ich schütte einfach alles davon auf die Nudeln. Her mit der Peperoni, so gut. Und Hot Dogs und die Nudeln, ich liebe es. Was zum Henker macht sie da? Das muss ich festhalten. Ich brauche einen Close-Up. Hey, lass das! Oh my gosh, tut mir so leid. Was hast du nur mit meinem Handy gemacht? Hier, hast du eine Serviette. Tut mir so leid. Moment. Natürlich, mein 3D-Stift. Ich habe eine gute Idee. Okay, ich nehme eine durchsichtige Handyhülle und meinen Stift. Und nun male ich darauf mit Gelb. Ganz schön viel Schnörkel. Das muss überhaupt nicht exakt sein. Einfach nur alles ausfüllen. Jetzt noch die letzte Ecke und fertig. Und noch ein bisschen Deko, dann sieht's noch viel besser aus. Gott, so süß. Sieht echt aus wie Nudeln. Tada, wie findest du's? Ist das nicht süß? Habe ich für dich gemacht. Wow. Wow, danke. Sieht mega aus. Hey, willst du was von meinen Nudeln? Selber schuld. Oh, Hausaufgaben machen ist ganz schön anstrengend. Aber ich muss weitermachen. Ich bin noch lang nicht fertig. Aber ich bin so müde. Nur ein kleines Nickerchen. Mal sehen. Natürlich, das macht alles Sinn. Diese Formeln und Rechenwege sind super hilfreich. Natürlich, wie konnte ich den Grundsatz vergessen? Wow, schau dich an, du Mathe-Genie. Ich bin beeindruckt. Noch ein paar Rechnungen. Warte. Ja, juhu! Oh nein, meine Hausaufgaben, all die Arbeit. Alles komplett nass und ruiniert. Nein! Oh mein Gott, meine Hausaufgaben, sind sie nass? Oh Gott sei Dank, nur ein Traum. Hey, bist du immer noch an deinen Hausaufgaben? Wow, was soll der böse Blick? Bist du sauer auf mich? Nein, auf keinen Fall. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich löse das Problem. Ich nehme meinen 3D-Stift. Bereit? Die Tasse wird umgedreht. Und dann den Rand der Tasse mit dem Stift nachfahren. Einmal komplett rum. So, und nun kann ich die Tasse wegnehmen. Und nun muss ich diesen Kreis komplett ausfüllen. Am einfachsten geht das, wenn du hin und her fährst. Aber keine Sorge, wenn deine Linien ein bisschen unperfekt sind. Einfach weitermachen. Es müssen keine geraden Linien sein. Und das letzte Stück und fertig. Tada, ein Deckel für die Tasse. Aber noch bin ich nicht fertig. Ich mal noch mehr Schnörkel dran. Und die verbinde ich mit dem Deckel. Und diese Form wieder ausfüllen. Und wenn es fertig ist, mache ich weiter um die Tasse herum. Alles schön ausfüllen. Yay, ich bin fertig. Gleich mal ausprobieren. Perfekt, es hält. Der perfekte Tassendeckel. Wow, das hast du gemacht? Und schau, ich kann immer noch trinken.
Und dann kann der Deckel wieder drauf. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr um versaute Hausaufgaben machen. Nie wieder nasse Matheaufgaben. Das ist so ein perfekter Pfannkuchen. Die werden sowas von lecker. Ich will nicht Himmel und Hölle spielen. Oh, wow, was ist das für ein herrlicher Geruch? Das muss ich sofort rausfinden. Wow, du hast Pancakes gemacht. Nur für dich, weil du es verdienst. Bin auch fast fertig, nur noch den letzten umdrehen. Muss nur den Pfannenwender drunter kriegen. Komm schon. Oh, jeder Griff ist abgebrochen. Was mache ich denn jetzt? Hey, ich weiß was. Ich benutze meinen 3D-Stift. Und los geht's. Ich male die Form eines Pfannenwenders. Nice, aber noch nicht fertig. Es kommen noch die Zwischenräume in die Mitte. So, und nun eine andere Farbe. Ich male alles mit Orange aus. Nur nicht die ovalen Zwischenräume, die lasse ich frei. Alles malen, auch den Griff. Diesen Kreis hier unten lasse ich auch frei. Vielleicht geht's ja mit dieser Schaufel. Oh, da kommt sie ja. Mom, habt ihr einen neuen Pfannenwender gemacht? Jetzt kannst du endlich den letzten Pfannkuchen umdrehen. Na gut, ich probier's mal. Du meine Güte, das funktioniert ja prima. Okay, endlich gibt's Frühstück. Bananen und Schokoladensauce, das sieht so gut aus. Ich habe meinen Marker und meinen 3D-Stift. Ich beginne die Kapsel einzudecken. Soweit, so gut. Nun nehme ich es vom Stift ab und male einen Bogen an meinem Entwurf hinzu. Der Bogen wird anschließend komplett aufgefüllt. Vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kommen diese Stücke ins Spiel. Ich befestige sie an den Seiten. Dann brauche ich Gelb. Ich male meinen Anfangsbuchstaben mit Gelb. Und setze den kleinen Hut auf meinen Kopf. Okay, jetzt kann's losgehen. Köpfe einziehen. Aua, what the heck, was soll das denn? Ah, oh mein Gott, das war aus Versehen. Den Hut setze ich besser wieder ab und beschuldige die Ente. Heute ist aber auch gar nichts los. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Oh, yes. Dabei helfe ich doch gerne. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Wie ist das Wetter? Ist es immer noch heiß? Okay, welche Frisur haben Sie sich vorgestellt? Bitte nur die Spitzen schneiden und etwas mehr Volumen verleihen. Aber natürlich, da sind Sie hier genau bei dem Richtigen. Ich muss noch Ihren Sitz verstellen. Noch ein bisschen und noch etwas. Und nochmal. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, ist sehr hübsch. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da versteckt sich wohl ein Knoten. Was ist los? Wieso haben Sie plötzlich aufgehört? Kein Grund zur Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, der Kamm ist in zwei gebrochen. Wieso schauen Sie so schockiert? Alles in Ordnung. Bin gleich wieder da. Was mache ich nur? Das war mein bester Kamm. Ich hab's. Aber natürlich, mein 3D-Stift wird mir behilflich sein. Ich brauche eine Kammvorlage, um die Linien nachzufahren. Den Kamm male ich mit meiner Lieblingsfarbe aus. Das läuft wie im Schnürchen. Okay, die erste Hälfte des Kamms ist geschafft. Nun fehlt noch der Griff, den ich mit hellgrün anmale. Das ist so eine schöne Farbe. Ich sollte sie öfters benutzen. Da ein neuer Kamm gemacht wird, soll dieser schöner sein als der alte Kamm. Wenn ich mit dem Grün fertig bin, sind die Blumen an der Reihe. Okay, fast fertig. Voila, ein neuer Kamm. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich sollte mich besser beeilen und ihr Haar kämmen. Oh, sorry. Ich muss wohl für einen Moment angenickt sein. Okay, dieses Mal werde ich das Level abschließen. Da ist sie, die letzte Schatzjagd. Ich schaff das. Hä? Was ist denn mit ihm los? Er ist so aufgeregt. Gleich bin ich mit dem Dungeon durch. Darf ich auch mal spielen? Hä? Vergiss es. Ich spiele jetzt. Bitte. Ah, ich habe Nein gesagt. Ich spiele jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein heißt Nein. Wie du meinst. Kein Grund, so gemein zu sein. Na toll, meine Tasse ist wieder leer. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. So ein Fiesling. Okay, er ist weg. Das ist meine Chance. Er hätte nicht aufstehen dürfen. Er glaubt, er wäre gut in dem Spiel. Ich bin besser als er. Ja, ich hab einen Lauf. Er ist nicht ansatzweise so gut wie ich. Nimm das und das.
Na, wie gefällt euch das? Oh, oh, oh nein, das war seine Tasse. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, oh nein, die ist voll kaputt. Was mache ich jetzt? So wird er ganz genau wissen, dass ich am PC war. Moment mal, ich hab's. Okay, Tasse, du kommst mit mir. Mithilfe meines 3D-Stifts werde ich dieses Problem schnell lösen. Ich fahre die Bruchstelle der Tasse nach. Okay, okay. Bisher läuft das wie geschmiert. Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich das obere Stück und die beiden Enden miteinander verbinden. Das ist fast so wie nähen, nur cooler. Man muss viele Linien ziehen, um sie zu reparieren. Keine Sorge, der Feinschliff kommt etwas später. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Grundlinien. Okay, ich hab's gleich und geschafft. Endlich repariert. Besser geht es nicht. Ah, oh nein, er kommt wieder zurück. Ich muss weg. Schnell wieder hinsetzen. Puh, geschafft. Hast du etwas angestellt? Ich behalte dich im Auge. Irgendetwas ist anders als vorher. Ich weiß nur nicht, was es ist. Alles bei altem. So, dann fülle ich die Tasse wieder auf. Ich darf nicht dehydrieren, wenn ich gewinnen will. Ah, so spritzig. Hat er etwas bemerkt? Hey, was ist denn auf meiner Tasse? Lalalala. Naja, sie scheint nichts damit zu tun haben. Halb so wild. Zurück ins Spiel. Danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä? Was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy! Nein! Das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein! Das Display! Oh mein Gott! Das ist ein Albtraum! Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy! Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden. Ein Albtraum! Oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Shish. Moment, mein Handy? Puh, meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift. Du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Nope, nein, das kann ich nicht anziehen. Auf gar keinen Fall. Wie furchtbar. Und meine Klamotten sind das allerletzte. Das ist ein Desaster. Was ist denn hier los? Ich habe nichts zum Anziehen. Wovon redest du? Das sind doch alles deine Klamotten. Jake hat mich nach einem Date gefragt. Jake? Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Vielleicht sollte ich dieses T-Shirt anziehen? Was meinst du? Oder lieber dieses rote Kleid? Oder wäre das zu viel? Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist. Hey, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Dieses gelbe Oberteil hatte ich total vergessen. Oh, aber ich habe keinen passenden Schmuck. Moment mal, ich weiß, wie wir dieses Problem lösen. Hä? Ich check's nicht. Ach so, Dad, du bist so klug. In der Schublade ist bestimmt etwas. Nein, das ist absolut gar nichts. So ein Jammer. Das wird das schlimmste Date aller Zeiten. Ich sollte ihm absagen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ohne passende Ohrringe gehe ich nicht vor die Tür. Basta. Uns wird schon etwas einfallen. Hey, dieses Kissen und mein 3D-Stift. Liebling, ich habe eine Lösung. Oh mein Gott, du bist der Beste. Ich habe eine Vorlage für eine Wassermelone. Die fahre ich jetzt nach. Mit Schwarz fahre ich die Outlines nach. Damit fahre ich einmal komplett das Stück nach. Und nun sind die inneren Linien an der Reihe. Okay, bisher gefällt mir echt gut, was ich sehe. Aber es gibt noch mehr Linien zum Nachfahren. Jetzt wird das Fruchtfleisch mit roter Farbe ausgemalt. Ohne Rot wäre es keine Wassermelone. Soweit so gut. Nur noch ein kleines bisschen. Jetzt kommt die Schale. Grün eignet sich hervorragend. Das macht nicht Spaß. Ich sollte das öfters tun. Jetzt brauche ich noch etwas dunkelgrün. Und mit schwarzer Farbe male ich die Wassermelonenkerne. Nur ein paar Kleckse hier und da. Yes, nur noch ein kleiner Klecks. Juhu, ich bin fertig. Das sieht so schön aus. Natürlich brauche ich noch einen zweiten Ohrring und brauche Ohrstecker. Die Ohrringe sind mir echt gut gelungen.
Die gefallen mir echt gut. Ich probiere sie gleich an. Und, was sagst du? Süß, oder? Danke für den Einfall, Dad. Die Idee hat mir den Tag gerettet. So, ich gehe dann mal auf das Date mit Jake. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit Jake. Wo ist mein Nackenkissen? Da ist es. Schon besser. Oh, das war mein Handy. Mein Foto. Oh, na sieh mal einer an. Sie hat eine gute Zeit. So süß. Ich höre keinen Herzschlag. Entschuldigung, ich habe einen Termin für eine Untersuchung. Es ist echt unheimlich hier. Ich muss nur ein bisschen mutig sein. Okay, los geht's. Fast fertig, fast fertig. So, wunderbare Arbeit. Bitte sehr, schau's dir an. Wow, boah, die sehen ja großartig aus. Vielen Dank. Ich liebe diese Wimpern. Okay, es kann losgehen. Wir haben so hart trainiert. Wir schaffen das. Das hat bestimmt wehgetan. Ich kann es nicht glauben. Du hast mich fallen lassen. Meine Jeans ist total zerrissen. Sorry, nichts für uns. Nächstes Paar. Ja, danke für die Chance. Boah, schau dir die beiden mit den Löchern in der Hose an. Loser, komm, wir gehen. Ich kann's echt nicht glauben. Wir haben so hart dran gearbeitet. Es muss doch eine Lösung geben. Schau, ein 3D-Stift, das kann funktionieren. Schau mal, gib mir einfach deine Jeans mit dem Loch. Ich werde sie mit dem 3D-Stift reparieren. Ich ziehe einfach Linien zur Mitte des Lochs. Gut so. Und jetzt noch ein paar Kreise. Komplett herum. Beim nächsten baue ich ein paar Wellen ein. Das lässt es wie ein Spinnennetz aussehen. So, fertig. Siehst du, jetzt ist es ein cooles Design und kein Loch mehr. Wow, du bist ein Genie. Komm schon, wir können die Challenge noch gewinnen. Sind das nicht die beiden mit den löchrigen Hosen? Ja, scheint, als sei das Loch verschwunden. Na los! Dieses Mal bekommen wir das hin, ja? Ja, ich bin dieses Mal nicht hingefallen. Sehr schön, viel besser. 10 Punkte von uns allen. Oh, ich wusste, wir können gewinnen. Danke! Ich putze nur ein bisschen. Was ist das denn? Ach, Glasränder auf den Möbeln? Na, so, alles sauber. Noch mehr Glasränder? Ich dachte, die wären schon weggeputzt. Nun, die hätten wir auch erledigt. Weiter zum nächsten Raum. Auf dem Spiegel? Wie ist das denn überhaupt möglich? Ich wisch das eben von seinem Gesicht. Schlaf einfach weiter, Schätzchen. Puh, es gab wirklich einiges zum Putzen. Was? Schau dir all diese Ringe an. Das gerät komplett außer Kontrolle. Hä? Was ist das denn? Ach, einer dieser 3D-Stifte. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich zeichne einfach einen Becher nach. So, und nun verleihe ich dem Ganzen etwas Charakter. Zuerst Augen und Mund. Ja, ach, schaut euch dieses süße Gesicht an. Okay, nun kommt der 3D-Stift zum Einsatz. Ich fülle einfach den Kreis mit Gelb aus. Fertig. Nun etwas Weiß. Nur für das eine Auge. Und Schwarz für die Pupille und den Mund. Bloß die freche Zunge nicht vergessen. Oh, das sieht entzückend aus. Oh, dieses Gesicht ist einfach so süß. Mama, was machst du denn da? Nein! Stell die bloß nicht ab. Los, kleines Gesicht, rette unsere Möbel. Ha, von nun an verwendest du bitte Untersetzer. Ich habe genug davon, all diese Flecken auf den Möbeln zu entfernen. Und räum bitte auch dein Zimmer auf, ja? Ich muss schon zugeben, dieser Untersetzer ist echt süß.
Oh, der Unterricht beginnt. Wo ist denn mein Stuhl? Oh, hier ist er, Frau Lehrerin. Ja, danke schön, schätze ich. Zeit für die Benotung. Wo ist denn mein Stift? Hier, bitte sehr. Jetzt können Sie beginnen. Ach, nun, danke dir. Dieses Tuch funktioniert überhaupt nicht. Hier ist ein bisschen Wasser, um das Tafelputzen zu vereinfachen. Und vergesst bitte eure Hausaufgaben nicht. Ihr Handy! Nein! Ich hab's gerettet. Oh, vielen lieben Dank. Ich nehme das gerne wieder an mich. Aber Ihr Handy ist so rutschig. Das könnte erneut passieren. Hier, ich kann das Problem lösen. Ich zeig's Ihnen. Ich verwende einen 3D-Stift und zeichne Ihre Hülle nach. Einfach alles ausfüllen. Komplett von oben bis unten. Und die Seiten nicht vergessen. Ja, auch die Kanten sind sehr rutschig. Und fertig. Alles ist bedeckt. Sehen Sie? Eine komplett neue, rutschfeste Hülle. Ach du meine Güte. Vielen Dank. Oh, entschuldige mich, ich bekomme einen Anruf. Wow, das ist ein großer Monitor. Oh. Der wird einfach perfekt. Okay, scheint, als gäbe es hier ein paar Kabel. Ganz schön viele Kabel. Warum denn so viele? Ich glaube, dieses kommt hier hinten hin. Und diese hier? Und dann noch all diese. Puh, oh Mann, das war harte Arbeit. Und jetzt bin ich komplett von Kabeln umgeben. Ich habe echt süße Ringe gemacht. Oh, wow. Die ist ja komplett eingewickelt. Du hast einen echten Kabelsalat, was? Hey, ich glaube, der 3D-Stift kann weiterhelfen. Schau, ich lege das Kabel einfach hier hin und benutze dann den Stift. Siehst du? Es bleibt an Ort und Stelle. Tada! Organisiert und farbenfroh. Kann ich alle Kabel einstecken? Oh mein Gott, vielen Dank! Und es sieht großartig aus. Mal sehen, ob sie wirklich schläft. Oh, sie hat sich bewegt. Schnell zuschnappen und raus hier. Puh, das war knapp. Hey, schau, ich habe ihren Kosmetikbeutel. Nein, das dürfen wir nicht. Die wird total böse sein. Ach, du bist so ein Angsthase. Oh, die gerät in große Schwierigkeiten. Dieser Lippenstift ist unglaublich. Oh mein Gott, ist das Ihre Schere? Ja, meine Haare könnten einen Schnitt gebrauchen. Ich wollte schon immer einen Pony haben. Ich muss nur gerade abschneiden. Oh nein, was habe ich getan? Ah, was denn jetzt schon wieder? Oh, wow, ja, das ist ein Problem. Hey, der 3D-Stift. Der wird uns weiterhelfen. Wir malen einfach eine solche Form. Und füllen sie aus. So. Fertig. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Ich mache einen kleinen Punkt hier und sichere die beiden Enden. So. Nun zum nächsten Schritt. Ein paar blaue Pünktchen, aber nicht zu viele. Okay, ich glaube, ich hab's. Oh, schau, was ich gemacht habe. Hier. Ich zeig's dir. Siehst du? Dein Pony ist weggesteckt. Oh, wow, vielen Dank. Wer hat meine Kosmetiktasche? Sie war's, nicht ich. Bleib für immer bei mir, la la la. Bist du bald fertig? Ich bin hungrig. Oh,
Können wir jetzt essen? Na klar. Lecker. Hier für dich. Wie romantisch. Du hast noch etwas vergessen. Wir brauchen doch keine Löffel. Okay. Crunchy. Wie ekelhaft. Süß ist er trotzdem. Isst du denn gar nichts? Nein, schon gut. Ich wollte doch nur, dass alles perfekt ist. Mal sehen, was in der Tasche ist. Ein Ei? Wie kommt das denn da rein? Ein 3D-Stift. Hey, ich habe eine Idee. Bemale die Eierschale mit einem 3D-Stift. Wie wäre es mit einer Spirale auf dem Ei? Etwa so. Dann malst du Linien in die Spirale. Fülle die Spirale so auf. Wenn du fertig bist, nimm das Ei aus dem Plastik. Befestige einen Griff an den Plastiklöffel. Jetzt kommen noch ein paar Details. Sieht aus wie eine Pfote. Und das sind Katzenohren. Am Schluss malst du ein Gesicht in den Löffel. Hey, Essie, das ist für dich. Für mich? Wie niedlich! Crunchy! Wow, sie ist wie ein Schwein. Endlich kann ich essen. Dich kann ich niemals zum Essen einladen. Aber ich mag sie trotzdem. Mittagspause. Wow, sie ist meine Traumfrau. Jeder Kopf mag Donuts. Ich mach's mir gemütlich. Der Himmel auf Erden. Ich will auch Donuts. Nicht jetzt! Mann, ist das Telefon laut! Hallo? Ich würde sie so gerne umarmen. Meine Donuts müssen auf mich warten. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Denk nach. Worüber würde sie sich freuen? Oh, das ist die Lösung. Aha! Ziehe einen Kreis mit dem 3D-Stift. Arbeite dich von innen nach außen vor und vergrößere den Kreis. Ist der Kreis groß genug, schichtest du das Plastik des 3D-Stifts übereinander. Mit mehreren Schichten vergrößerst du die Dichte des Kreises. Arbeite dich von außen nach innen. Am Ende wirst du einen kleinen Mini-Donut haben, wie abgebildet. Benutze eine andere Farbe für die Zuckerglasur. Da wird man hungrig. So weit, so gut. Male Zuckerstreusel und befestige eine Kette daran. Das perfekte Geschenk. Wow, hoffentlich wird sie sich darüber freuen. Hey, was will er denn? Komm her! Ich hoffe, es ist wichtig. Hier, ein Geschenk für dich. Oh, wie wunderschön! Sie gefällt mir! Vielen Dank! Ja! Huhu! Hey! Hey! Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Hey, mein 3D-Stift löst alle Probleme. Das wird ein Kinderspiel. Male Linien an der Bruchstelle. Das soll etwa so aussehen. Anschließend malst du ein Netz von rechts nach links. Dadurch wird das Ganze stabiler. Okay, jetzt noch ausfüllen. Male Linien, die dicht beieinander liegen. Fertig, genau wie nach Plan. Endlich kann ich mich erleichtern. Warum dauert das so lange? Na, endlich. Oh, das ist wohl dringend. Hey. Hi, Brian. Ich, hab etwas für dich. Echt? Ist das für mich? Wie öffnet man das? Warte. Nein! Mein Held! Das war knapp. Oh, ich habe eine Idee. Handyhülle gefällig? Dann schnapp dir einen Heißkleber. Zunächst fährst du mit dem Kleber am Handyrand entlang. Vorsichtig, male nicht über die Kamera. Lass den Kleber über den Rand laufen. Schließlich soll das Handy geschützt sein. Dann füllst du den Rest mit Kleber auf. Achte darauf, dass du den Kleber großzügig verteilst. Warte, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. Entferne den überschüssigen Kleber und schon ist deine Handyhülle fertig. Na, was sagst du?
Oh, echt cool. Danke sehr. Brian? Ups. Du willst deiner Kunst mehr Leben einhauchen? Dann probier's mal mit einem 3D-Stift. Echt cool, oder? Sieht aus wie echtes Haar. Und wenn man es bunt ausmalt, sieht es richtig interessant aus. Keine Sorge, der Mund kommt später dazu. Nämlich, wenn ich mit dem Outfit fertig bin. Je bunter, desto besser, richtig? Und so wird's gemacht, Leute. 3D-Kunst, wie sie im Buche steht. Man kann sie sogar in die Hand nehmen. Okay, Zeit, meine Crocs zu dekorieren. Boah, diese Kreise sehen toll aus. Ich wechsle mal die Farbe. Ich mach die ganz bunt. Wunderschön. Und jetzt kommt der lustige Teil. Ja, oh, das sieht so toll aus. Oh, wow, das Wetter schlägt um. Mann, das wird ja richtig stürmisch. Oh, mein Hut. Ach, komm wieder her. Oh, das ist der geilste Huttrip aller Zeiten. Ach, ich glaube nicht, dass mein Hut zurückkommt. Naja, wenigstens habe ich meine Einkäufe erledigt. Ich schneide jetzt mal die Wassermelone auf. Was für eine kräftige Farbe. Die riecht so frisch. Ha, oh, ich habe eine gute Idee. Ich drehe sie um und schnapp mir meinen 3D-Stift. Ich ziehe einfach ein paar Linien an der Schale entlang bis auf den Tisch. So, jetzt habe ich das einmal rundherum gemacht. Und jetzt fange ich an, die Dreiecke auszufüllen. Ich fülle gerne Formen aus, das macht mir Spaß. Das war's, ich habe alles abgedeckt. Jetzt noch eine schöne Dekoration. So geht's und ich bin fertig. Ja, mit Hilfe der Melone habe ich mir einen ganz neuen Hut gemacht. Oh, der ist so süß, ich liebe ihn. Okay, du darfst durch, geh rein. Viel Spaß. Oh, oh, nee, das geht absolut nicht. Hast du die Schilder nicht gesehen? Unser Dresscode besagt, dass du ein Kleid tragen musst. Du kommst also nicht rein. Geh weg. Ach, so ein Mist, Mann, das wusste ich nicht. Und was soll ich jetzt machen? Hey, mein 3D-Stift. Ja, ich denke, der kann mein Problem lösen. Boah, Mann, das ist aber eine Menge Arbeit. Und jetzt das Schleifchen zum Abschluss. Ja, na, das ist mal ein Kleid. Entschuldigung, bin wieder da. Oh, wie hast du das denn gemacht? Alles klar, sieht so aus, als würdest du jetzt die Kleiderordnung erfüllen. Viel Spaß auf der Party. Wow, oh, dein Kleid ist so cool. Danke, ich hab's selbst gemacht. Das ist so ein cooler Club. Ah, es wird allerhöchste Zeit zum Putzen. Hey, Moment mal. Oh nee, mein ganzes Zeug ist durcheinander. Ich sollte mal ins Schmuckkästchen schauen. Och, das ist ja alles super verheddert. Oh, ich schätze, ich fange mal mit dem Entwirren an. Hey, wie geht's? Ach, kein Spaß. Mein Schmuck ist total durcheinander. Oh Mist. Naja, ich kann dir Gesellschaft leisten. Hey, halt mal deine Hand so für mich. Danke, jetzt kann ich dir an deine Finger hängen. Wow, du hast ja ganz schön viel Schmuck. Ich denke, du brauchst eine bessere Organisation. Zeit für den 3D-Stift. Ich beginne, ein Oval zu zeichnen. Und dann baue ich es Schicht für Schicht auf. Hin und her und hin und her. Okay, gut. Jetzt noch ein paar Kreise obendrauf. Die muss man auch aufbauen. Einfach weiterdrehen. Gut, das war's. Jetzt noch den zweiten beenden. So geht's. Der letzte Finger ist fertig. Wow, boah, die Hand ist ja toll geworden. Hey, schau, was ich dir gebastelt habe. Siehst du, du kannst deinen Schmuck damit organisieren. Wow, oh, das ist ja fantastisch. Jetzt kann ich meinen ganzen Schmuck hier unterbringen. Und das macht auch noch Spaß. Schon viel besser. Okay, ich bin definitiv bereit für die griechische Party. Ich brauche aber noch ein bisschen Schmuck.
Nee, die passen nicht. Die Sterne? Ach nö, die passen auch nicht. Und was ist mit dieser Kette? Auch hier ein Nein. Hey, du siehst gut aus. Schau dir meinen Schmuck an. Wow, das sieht toll aus. Ach Mann, alles, was ich habe, ist dieses Zeug. Das passt überhaupt nicht zu meinem Outfit. Ah, da können wir was gegen tun. Der 3D-Stift ist die Rettung. Okay, ich nehme Nofretetes Büste als Modell. Okay, jetzt in diese Richtung. Siehst du, das ist ein Blatt. Und jetzt zum nächsten Blatt. Oh, die werden super. So geht's, das letzte ist fertig. Siehst du, ich wusste, dass wir was Tolles kreieren können. Oh, danke, das ist genau, was ich gebraucht habe. Och, mir ist so langweilig. Hey, lass mich spielen, ich bin dran. Wie wär's, wenn du stattdessen... Hier, spiel mit dem Make-up. Naja, okay. Ich brauche was, um es auf mein Gesicht zu machen. So, oh, jetzt kann ich's drauf machen. Oh, ach du meine Güte, die ruiniert mein Compact. Ach, jetzt ist mir wieder langweilig. Ich bin dran mit Spielen. Hier, spiel mit meiner Uhr. Ich bin so nah dran, den Highscore zu knacken. Naja, das war ein Opfer, das gebracht werden musste. Es muss doch was geben, was sie ablenkt. Kann der 3D-Stift mich retten? Ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Okay, ich muss die Form richtig hinbekommen. Und jetzt zum Ausfüllen. Ich muss mich beeilen, bevor sie zurückkommt. Nur noch ein bisschen. Und jetzt zum kniffligen Part. Ich muss nur die Linien richtig setzen. Okay, gut. Jetzt noch ein paar Schnörkel obendrauf. Oh, das wird richtig gut. Fertig, der gleitet rein und raus. Okay, ich denke, das wird klappen. Oh nee, da kommt sie. Ich muss den Controller verstecken. Sorry, ich hab ihn nicht mehr. Und wo ist er hin? Och, Mann, du bist so gemein. Oh, puh, das hat geklappt. Ha, sie geht. Jetzt kann ich den Controller einfach rausziehen. Ich mag keine Ameisen. Was ist das denn? Ach, der Wecker. Oh, es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Wo ist denn mein Telefon? Okay, erstmal den Alarm abschalten. Oh, was zur Hölle? Oh Mann, wo ist denn mein Handy schon wieder? Da ist es, unter meiner Decke. Oh, aufwachen ist hart. Mein Telefon ist schon wieder verschwunden. Was zur Hölle? Wie ist denn das in meine Haare gekommen? Jeden Morgen suche ich mein Telefon. Wie bringe ich es bloß dazu, hier zu bleiben? Ich krieg das bestimmt hin. Zeit, meinen 3D-Stift hervorzuholen. Okay, ich fange einfach mit diesen Linien hier an. Und jetzt hin und her. So, ich habe ein Gitter gemacht. Sieht fast aus wie eine Waffel. Und jetzt eine andere Farbe. Hier kommt das gleiche Muster, nur kleiner. Okay, das ist auch fertig. Wieder eine andere Farbe. Die sind sogar noch kleiner. Jetzt verbinde ich sie noch. Das sind alle Teile. Alles klar, bereit zum Testen? Es hängt an meinem Bett und das Telefon gleitet einfach rein. Oh, es ist ein neuer Tag. Und mein Telefon ist genau hier. Ja, ich liebe es, Seifenblasen zu machen. Wie? Nein, das ist kaputt. Das klappt nicht. Ich will nur alle Seifenblasen pusten und alles schön machen. Die Fee zu ihren Diensten. Ich kann keine Seifenblasen machen. Aha, das ist ein Problem, ganz klar. Ich werde etwas gegen dieses Problem unternehmen müssen. Ich habe meinen Zauberstab vergessen. Ich habe einen 3D-Stift, der noch besser ist. Okay, ich habe mein Muster hier. Jetzt kommt mein 3D-Stift. Ich beginne mit dieser grünen Farbe für den Griff des Zauberstabs. Das war's. Und jetzt kann ich mit dem Gelb für den Stern weitermachen. Nächster Punkt. Das ist rot für die Kreise. Jetzt wird es wieder einfacher. Und fertig.
Mein Zauberstab ist sofort einsatzbereit. Also gut, hier ist ein neuer Seifenblasenstab, den ich nur für dich gemacht habe. Das ist wunderschön. Sieh dir diese Blasen an. Diese Blasen sind so hübsch. Okay, ich bin dann mal weg, denke ich. Mach's gut. Also gut, seid ihr beide bereit zu heiraten? Mehr als bereit. Ich auch. Gut, also. Bitte nehmt euch an den Händen und haltet sie fest. Ja, einfach so. Sehr schön. Oh, aber wo sind die Ringe? Richtig, der Ring. Ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo in meiner Tasche habe. Er ist in dieser Tasche hier. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, Alex. Die Ringschachtel ist leider völlig leer. Hä? Der Ring? Wo ist er? Kein Ring bei unserer Hochzeit? Ich dachte, du liebst mich. Ich lieb dich. Ich lieb dich wirklich. Ich weiß genau, wo er ist. Ich werde ihn holen. Das ist ein Albtraum. Was ist mit dem Ring passiert? Ich muss etwas finden, und zwar schnell. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Nein, vielleicht ist hier noch etwas anderes drin. Hey, das ist meine Heißklebepistole. Das sollte klappen. Okay, ich habe eine Ringrohlinge, aber es fehlt ein Edelstein. Heißkleber ist die Rettung. Ich muss nur noch eine kleine goldene Kugel hier am Ende anbringen. Und jetzt Glitzer. Dieses Lila wird gut passen. Ich weiß, dass es ihre Lieblingsfarbe ist. Es ist so hell und glänzend. Also gut, ab in die Ringschachtel mit dir. Ich habe eine Hochzeit zu beenden. Oh, ich bin so froh, dass ich meine Klebepistole dabei hatte. Das war ganz schön knapp. Puh. Ich bin wieder da. Ich bin zurück für unsere Hochzeit. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Okay, hier ist der fehlende Ring, wie versprochen. Mickey, willst du mich bitte mit diesem Ring heiraten? Ja, natürlich. Oh Gott, es ist lila, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Hochzeiten und das ist ein wirklich schöner Ring. Oh, Mickey, ich bin so froh, dass dir der Ring gefällt. Und jetzt, Mickey, wir brauchen einen Ring für Alex. Der Ring für Alex? Richtig, ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo hab. Wir sind wirklich füreinander geschaffen. Ja, ich brauche nur einen Moment. Und schon ist sie weg. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Willst du Schere, Stein, Papier spielen? Also gut, Zeit, mein Spiel zu beginnen. Wow, Verlierer, komm hier nicht mit sowas. Papa ist so komisch. Er schreit immer in seinen Computer. Ja, das stimmt. Stirb. Ich möchte auf etwas herumkauen. Oh, wie wär's damit? Na los, schlag ihn. Worauf soll ich als nächstes kauen? Oh, Kittys Ohr. Ah, ich bin so nah dran, den zu besiegen. Ich muss nur so weitermachen. Was noch? Was mit meiner Hand? Autsch. Ja, nimm das. Ich habe gewonnen. Jetzt kann ich diesen Sieg noch weiter ausbauen. Ja, genau. Zeit, die VR-Brille aufzusetzen. Weißt du, was ich hab? Einen riesigen Kopfhörer. Ich werde ihn kauen. Om nom 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 nom. Oh mein Gott. Schau, gleich da drüben. Papas echte Kopfhörer. Ich wette, die sind zum Kauen am besten geeignet. Sie sehen gut aus. Ich nehme einfach die hier. Juhu. Ich habe die Kopfhörer. Und zwar die richtigen. Nicht diesen riesigen. Wow, ich habe das Spiel gewonnen. Ich bin der Beste. Warte, wo sind meine Kopfhörer? Ich dachte, ich hätte sie genau hier gelassen. Moment mal. Mickey? Oh nein, er hat mich erwischt. Kau lieber schneller. Mickey, was habe ich dir darüber erzählt? Gib sie her, sofort. Ich mein's ernst. Puh, kann nicht glauben, dass sie immer noch gerne auf Dingen herumkaut. Ist das ein Zahn? Oh nein, Papa, was ist denn los? Die Kopfhörer. Ich habe sie gefangen. Papa? Du bist so anders. Hey, das ist mein Zahn. Ich brauche ihn zurück. So, mein Zahn ist wieder in meinem Mund, wo er hingehört. Das ist schwer, daran zu kauen. Ich muss etwas dagegen tun. Ich werde es mit meinem 3D-Stift verschönern. Ich mag diese grüne Farbe. Ich werde das Weiß übermalen. Juhu, kein Zahnloch mehr im Kopfhörer-Case. Wir müssen aber weitermachen. Es muss noch mehr grün werden. Oh, das sieht aus wie ein Pflanzenmonster. Warte, ich weiß. Ich muss jetzt noch ein paar Farben hinzufügen. Yes, die sehen ziemlich verdächtig aus, finde ich. So süß, ich bin die Beste darin. Dieser hier ist mein absoluter Favorit. Papa, Papa, schau, was ich gemacht habe. Wach auf und schau. Mickey, Schatz, nein. Papa versucht zu schlafen. Hä? Was ist denn los? Sieh mal, was ich mit dem Kopfhörercase gemacht habe. Oh wow, das ist wirklich toll. Und sieh mal, er trägt die gleiche Farbe wie ich. Wir passen zusammen. Er ist der Beste. Und er hält auch die Kopfhörer.
Oh, Mickey, ich danke dir so sehr dafür. Ich werde ihn gleich an seinen Platz setzen. Jetzt kann er mir beim Spielen zusehen. Was denkst du? Ja, er wird dir zum Sieg verhelfen. Nun zurück zum Spiel. Stirb! Und ich habe noch zwei weitere. Jetzt kann ich mit ihnen spielen. Ich bin rot und ich bin gelb. Mal sehen. Mickey, komm her zu meinem Schreibtisch. Okay, kommst du bitte sofort hierher? Beeil dich. Ich möchte, dass du dieses Zeichen auf der weißen Tafel hier liest. Aber da ist kein Zeichen an der Tafel. Da gibt's nichts. Hä? Oh, verflixt. Das Zeichen fiel auf den Boden. Ich heb es einfach auf und lege es mit diesem Magneten zurück auf die Tafel. Was? Das ist wieder gefallen. Dummer Magnet. Aber es ist auf jeden Fall Prüfungszeit. Bist du bereit für die Prüfung, Mickey? Eine Prüfung? Ja, wissen Sie... Warten Sie eine Sekunde. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe diese Muffinförmchen. Ich werde diesen Magneten nehmen und ihn so in den Boden stecken. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mit Heißkleber füllen. Sieh dir das an. Sieht fast aus wie Karamell. Aber es schmeckt definitiv nicht danach. So geht's. Der Kleber ist bis ganz nach oben geflossen. Und jetzt werde ich noch ein paar süße und hübsche kleine Streusel hinzufügen. Der Kleber ist trocken und mein Projekt ist fertig. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe etwas für Sie gemacht. Mickey, du kennst die Regeln. In diesem Klassenzimmer sind keine Lebensmittel erlaubt. Das sind eigentlich gar keine Lebensmittel. Ich zeige es Ihnen. Tada! Sehen Sie? Es sind tatsächlich Magnete. Oh, ich verstehe. Das ist sehr schön. Gute Arbeit, Mickey. Ich bin beeindruckt. Und es ist tatsächlich an der Zeit, dir eine Note für deine Prüfung zu geben. Wer so interessante Magnete herstellt, verdient von mir eine 1+. Gute Arbeit. Bitte nimm jetzt deinen Platz. Lass mich nun einen von Ihnen näher betrachten. Vielleicht nur einen kleinen Bissen? Nur ein Scherz. So viel Geld. Hä? Hey! Hey, komm zurück! Warte! Ich muss mein Geld verstecken. Oh, das ist ein gutes Versteck. Das ist meine Rettung. Mein Geld lege ich in das Loch und verstecke es mit meinem 3D-Stift. Zuerst ziehe ich einen Rahmen. Dann folgen diagonale Linien. Das wiederholst du auf der anderen Seite. Lass es wie ein Spinnennetz aussehen. Male von der Mitte aus Kreise in das Netz. Etwa so. Mein Geld ist sicher. Oh nein! Hab ich dich! Ich hab kein Geld für dich. Das hast du verloren. Oh. Wir haben ein riesiges Sortiment exotischer Blumen. Deine Aufgabe... Sorry. Also, deine Aufgabe ist es, dich um die Blumen zu kümmern. So schöne Blumen. Die sieht hübsch aus. Ups. Das war knapp. Hörst du mir zu? Gut. Mir nach. Die Gießkanne ist dort. Wow, so viel Verantwortung. Gar nicht so schwierig. Du darfst sie nicht übergießen. Verstanden? Oh nein! Das machst du sofort weg. Wird erledigt. Sie können auf mich zählen. Was haben wir hier? Nimm den Blumentopf und reinige ihn. Ups. Durchatmen. Tut mir leid, ich gebe wirklich mein Bestes. Der ist hinüber. Wobei, ich habe da vielleicht eine Lösung. Den Blumentopf reparieren wir mit einem 3D-Stift. Fahre zunächst die Bruchstelle nach. Die Linien müssen am Rand der Bruchstelle sein. Pass auf, dass du nichts übersiehst. Gleich geschafft. Jetzt verbindest du die Linien an der Bruchstelle nach und nach miteinander. Das wiederholst du mehrere Male. Perfekt. Jetzt folgen noch weitere Linien für Stabilität. Nun fülle die Löcher aus. Das wird etwas dauern, aber deine Geduld zahlt sich aus. Achte darauf, keine Löcher zu übersehen. Fahre auch an der Bruchlinie entlang. So sorgst du für Stabilität und verhinderst, dass die Bruchlinie größer wird. Könnte etwas Farbe vertragen. Was für ein Unterschied. Hi. Oh, nicht übel. Bitte mach nicht noch mehr kaputt. Verstanden? Sorry. Ich habe so gut geschlafen. Hey, heute ist mein Geburtstag. Alles Gute für mich. Was mache ich heute? Ah, ich weiß schon. Wo habe ich es nur hingelegt? Aha, die Geburtstagsdekoration. Ich hänge sie besser an die Wand. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey, na, was geht, Alter? Ich habe eine Überraschung für dich. Schließ deine Augen. Hä? Mach schon.
Tada! Ein Luftballon für mich? Das ist voll lieb von dir. Heute ist ein besonderer Tag. Den werde ich sofort aufhängen. Wobei, mir kommt gerade eine andere Idee. Zieh dir das rein. Puste einen Ballon auf und ziehe Linien mit einem 3D-Stift. Fahre mehrmals um den Ballon herum. Das wiederholst du so oft, wie du willst. Wenn du fertig bist, schneidest du den Ballon auf und lässt die Luft raus. Danach entfernst du den Ballon vorsichtig aus dem 3D-Netz. Jetzt kannst du Feenlichter im Netz anbringen. Ein selbstgemachtes Partylicht. Das kommt hier hin. Voll gemütlich, oder? Sieht voll schön aus. Das war ein guter Einfall. Jetzt kann die Party losgehen. Das brauche ich nicht mehr. Hier sind zwei Tassen. Hier ist die Tischdeko. Und da ist der Kuchen. Ich wünsche mir etwas. Hä? Was ist passiert? Ganz schön windig. Schon okay, ist nur das Wetter. Oh, so ein Mistwetter. Happy Birthday. Oh, ich habe gut geschlafen. Ich sollte Zähne putzen. Wach auf. Guten Morgen. Ich sollte Zähne putzen. Ich bin noch müde. Das kitzelt. Ein strahlend weißes Lächeln. Oh nein! Hat sie das gesehen? Also, was kommt als nächstes? Das Make-up sitzt. Oh, meine Ohrringe. Die hätte ich fast vergessen. Hä, wo ist der zweite Ohrring? Ich bin unschuldig. Keine Ahnung. Sie schöpft keinen Verdacht, oder? Das ist aber seltsam. Was mache ich denn jetzt? Ich habe da eine Idee. Nimm deinen 3D-Stift und male ein Dreieck, etwa so. Lass keinen Platz zwischen den Linien. Wenn dein Dreieck fertig ist, ziehe Linien mit einer anderen Farbe. Wir machen nämlich eine Wassermelone. Nimm verschiedene Grüntöne für die Schale. Mit Schwarz machst du die Samen. Male mehrere schwarze Punkte auf das rote Plastik. Dann drehst du den Ohrring um und klebst einen Ohrstecker an. Ein modischer Leckerbissen. Wir sind noch nicht fertig. Male schmale Linien mit einem 3D-Stift. Wiederhole das auf der anderen Seite. Das soll wie ein Blatt aussehen. Gar nicht übel. Dreh das Blatt um und klebe ein Stück Strohhalm daran. Schneide den Strohhalm auf. So kannst du das Blatt als Ohrring tragen. Wow, das sieht toll aus. Hä? Das Ohr ist verstopft. Wusste ich doch. Der erste Gast ist da. Hey. Schönes Outfit. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, eine Handyhülle? Danke, aber ich habe schon eine. Oh, sorry. Das haben wir gleich. Hier, für dich. Ich habe schon Zähne. Natürlich, sorry. Ich habe bestimmt noch etwas dabei. Oh. Dann eben nicht. Tut mir echt leid. Hey, ist das ein 3D-Stift? Hey, das könnte klappen. Lege dein Handy auf eine flache Oberfläche. Male mit einem 3D-Stift darauf. Arbeite dich von unten nach oben. Lass deine Kreativität freien Lauf. Achte darauf, das ganze Handy zu bedecken. Du willst keine Lücken haben. Die Kamera lassen wir natürlich aus. Sei vorsichtig, damit die Kamera nichts abbekommt. Jetzt malst du am Rand des Handys entlang. Und so entsteht deine ganz persönliche Handyhülle. Genau so. Ich habe noch etwas für dich. Wow, das ist toll. Das freut mich. Oh, noch ein Gast. Hey. Alles Gute, hier ist dein Geschenk. Pass doch auf. Das war gemein. Ich sollte mich um mein Outfit kümmern. Ich liebe diesen Gürtel. Er ist nur etwas klein. Oh nein, mein Nagel. Abgebrochen. Das ist ein Desaster. Oh, schau dich an. Meine armen Nägel. Loser. Du bist so gemein.
Das kann ich bestimmt noch retten. Das könnte funktionieren. Dann mal los. Ist dir ein Nagel gebrochen? Dann lege ein Stück Klebeband über deinen Finger. Mit einem Holzspieß drückst du das Klebeband am Nagel fest. Mit einem Stift malst du die Nagelform nach. Zieh das Klebeband ab. Dann befestigst du das Klebeband und malst die Spitze deines Nagels in einer Ovalform nach. Mit dem 3D-Stift malst du die Nagelform aus, aber nicht über die Linien malen. Um die Form zu biegen, drücke sie gegen einen Stift oder einen anderen runden Gegenstand. Jetzt kannst du die Nagelform abziehen. Aber vorsichtig, nicht, dass er kaputt geht. Mit einer Nagelschere schneidest du die Linien entlang. Schön vorsichtig. Jetzt kannst du ihn dir anstecken. Wiederhole die Schritte für die anderen Finger. Voll die gute Idee. Wow, jetzt kann es losgehen. Besser als Maniküre. Hä? Hey, pass auf. Lass das. Füße hoch. Was ist dein Problem? Wir haben geschlossen. Zeit zu putzen. Verschwinde endlich. Das reicht. Nimm das. Und verschwinde. Also, der habe ich's gezeigt. Lass los, Emily. Nein, er gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Stopp, es gibt nur einen Ausweg. Oh, so ist das also. Los geht's. Ich nehme den Kreis. Die Mitte. Du hast in der Mitte angefangen? Du wirst verlieren. Du bist in meine Falle getappt. Ich wusste, dass du das machst. Das wird zu einfach. Es ist noch nicht vorbei. Und was willst du jetzt machen? Schau zu und lerne. Ah, das hätte ich kommen sehen müssen. Warte, ich weiß. Aber das darfst du nicht. Ach ja, habe ich aber. Und schau dir das an. Gewonnen. Nein, das kann nicht sein. Na gut, hier hast du den Teddy. Uhu. Was sind das nur für Augen? In denen könnte ich mich verlieren. Gibt es jemanden, der perfekter ist als du? Du hast genau das, was ein Mann braucht. Wir würden so ein tolles Paar abgeben. Warte, vielleicht gibt's ja einen Weg. Mein Zauberbuch könnte helfen. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Aber zuerst brauche ich ein Amulett. Ich mache aber erstmal Platz. Ich brauche eine Schüssel mit Epoxidharz. Und da mache ich Glitzer rein, damit es schön funkelt. Jetzt alles verrühren. Alles muss gut gemischt sein. Genau so. Als nächstes gieße ich die Mischung in die Form. Ich habe die Herzform gewählt. Wow, schau dir diese Farbe an. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und dann warten wir, bis es fest ist. Ich nehme die Form ab und mache noch eine Kette dran. Wow, das sieht fantastisch aus. Genau, was ich brauche. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der Zauberspruch. Diese Halskette wird Matthew dazu bringen, mich zu lieben. Mach ihm klar, dass ich sein Schicksal bin. Lass es ein Leuchtfeuer sein, das ihn anzieht. Es hat geklappt, ich kann's kaum glauben. Oh ja, dann mal los. Emily? Wow. Er hat mich bemerkt. Ich sollte rübergehen und mit dir reden. Hey Emily, du siehst heute toll aus. Wow, mir gefällt deine Halskette. Sie hat was Hypnotisches an sich. Hä, geht's dir gut? Ich denke, ich gehe lieber mal. Warte, du gehst nirgendwo hin. Was machst du? Lass mich los! Okay, das habe ich nicht erwartet. Mach auf, Emily! Nein, lieber nicht! Das war eine blöde Idee. Hier, du kannst es haben. Ich will die nicht mehr. Hä, wo kommt die denn her? Die ist voll schräg. Warte, die Halskette, ich muss sie haben. Bleib weg von mir! Ah, oh, Mr. Einhorn, du bist so weich. Ich könnte dich den ganzen Tag knuddeln. Wart mal, ist das mein Zahn? Wie ist das denn passiert? Aber das heißt, die Zahnfee kommt. Mama, komm mal. Ist alles in Ordnung, Süßer? Guck mal, mein Zahn ist ausgefallen. Mein kleiner Junge wird erwachsen. Ich weiß schon, was ich von der Zahnfee will. Ich will diese AirPods. Dann leg ihn lieber gleich unter dein Kopfkissen. Gute Idee, Mama. Da ist er sicher. Und jetzt warten wir. Das ist so aufregend. Aber du solltest schlafen gehen. Sie wird bald da sein. Oh, stimmt. Mr. Einhorn darf nicht fehlen. Gute Nacht, Mami. Süße Träume. Wir sehen uns morgen früh. Oh,
wird Zeit für mich, in Aktion zu treten. Schau ihn dir an, er ist so liebenswert. Ich schnapp mir schnell den Zahn. Hoffentlich wecke ich Matthew nicht. Hab ihn. Und jetzt tausche ich ihn gegen diese AirPods. Das scheint mir ein guter Deal zu sein. Ich hoffe, sie gefallen ihm. Moment mal, ich sollte sie persönlicher machen. Und dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich beginne mit senkrechten Linien um das Gehäuse herum. Ich mache sie schön eng. Es soll ja keine Lücke bleiben. Danach mache ich mit dem Deckel weiter. Ich beginne mit kleinen Strichen an einer Seite und arbeite mich einmal rundherum. Das sollte reichen. Ich habe ein Einhorn auf ein Stück Pappe gemalt. Und mit dem 3D-Stift male ich es aus. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Der erste Teil ist geschafft. Als nächstes kommt das Ohr und dann zum anderen. Ich wechsle auch die Farbe für die anderen Bereiche. Ich will alles schön bunt machen. Die Bereiche verbinden sich dann. Das sieht toll aus. Aber ich darf das Horn nicht vergessen. Das ist perfekt geworden. Jetzt kommt der letzte Schliff. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich platziere es jetzt auf der Schachtel. Der Deckel sieht aus wie der Mund eines Einhorns. Matthew wird das gefallen. Ich denke, die AirPods können jetzt unter das Kopfkissen. Das wird eine tolle Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Ich bin so glücklich. Ob die Zahnfee schon da war? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow, wie cool ist das denn? Das ist ja fantastisch. Wuhu! Mami! Was ist, mein Liebling? War die Zahnfee da? Das hat sie für mich dagelassen. Wow, die Zahnfee hat echt Talent. Ich kann es kaum erwarten, die auszuprobieren. Du nimmst den hier, Mami. Ziemlich cool, was? Das ist es. Schalalalala. Ach, die Sonnenbrille ist total verschmiert. Schon besser. Oh, ein Kunde. Ich bin hier, um viel Geld auszugeben. Das höre ich gern. Ach, wie verzweifelt. Was haben wir denn hier? Soll das etwa modisch sein? Mir gefällt das. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Als hätte er auf mich gewartet. Ich probiere ihn mal auf. Ich denke, der steht dir. Natürlich, ich lasse alles gut aussehen. Aber da fehlt noch was. Eine Brille. Du würdest fabelhaft aussehen. Ich mag es, fabelhaft auszusehen. Die sieht interessant aus. Setz sie auf. Ja, das werde ich. Ich bevorzuge gewöhnlich etwas mit Klunker verziertes. Das sieht toll aus. Schau es dir an. Ach, ich weiß nicht. Nein, die ist nichts für mich. Hast du die einfach? Na, was soll's. Wie wär's mit der hier? Okay, ich versuch die mal. Ich weiß nicht. Ich muss doch was haben, das dir gefällt. Ich habe viele verschiedene Styles. Nein, nee, niemals. Mir gefällt keine von denen. Wie wär's mit meiner Brille? Ich bin hier fertig. Warte, halt! Was noch? Ich habe noch was, das du dir anschauen solltest. Denk nach, ich brauche einen Verkauf. Oh, das ist vielleicht gut. Nein, ich habe meine Wünsche schon aufgebraucht. Aha, meine treue Klebepistole. Sie lässt mich nie im Stich. Ich nehme Glitzerkleber und male eine Form. Ich möchte, dass es wie eine Wolke aussieht. Das macht Spaß. Jetzt mache ich noch eine zweite Wolke. Das wird der Rahmen für die individuell gestaltete Brille. Jetzt verbinde ich beide Seiten. Als nächstes brauche ich blaues Epoxidharz. Ich spritze es in die Wolke. Das sind die Gläser. Jetzt muss ich warten, bis alles fest ist. Ich habe schon die Brillenflügel gemacht. Ziemlich cool, oder? Also ich will die aufsetzen. Schau dir die mal an. Ich bin neugierig. Gib schon her. Die ist besser als die anderen. Ich fühle mich großartig. Genauso eine wollte ich. Da bin ich aber erleichtert. Ich nehme die. Wie viel kostet sie? 5 €. Also, einen Moment bitte. Das ist ein Unikat, weißt du? Also, die kostet 500 €. Ein Schnäppchen. Gutes Aussehen ist eigentlich unbezahlbar. Oh, danke. Nein, ich danke dir. Tata. Ciao, komm bald wieder. Ich kann's kaum glauben, dass das geklappt hat. Ich bin voll nervös. Ich will dir nur eine Frage stellen, mehr nicht. Emily? Ich muss selbstbewusster sein. Emily? Nein, das klingt verrückt. Emily, der ist für dich. Er ist ein Symbol meiner Liebe. Ich hoffe, du fühlst auch so.
Ups! Oh nein, wo ist der hin? Der muss hier doch irgendwo sein. Warum passiert mir immer sowas? Hi, Emily. Ich habe nur ein paar Liegestützen gemacht. Komm, wir setzen uns. Du siehst hübsch aus. Oh, das ist lieb. Ich meine das ernst. Hey, ist das Nagellack? Kann ich mir den kurz ausleihen? Wofür? Vertrau mir, der wird alles lösen. Ich male mit dem Nagellack um ein Pflaster rum. Ich will ein dünnes Band machen. Wenn es trocken ist, kann ich es anmalen. Pink ist die perfekte Farbe. Die Lücken male ich mit einem dunkleren Ton aus. Der sieht schon gut aus. Und zum Schluss noch ein Herz. Jetzt ist er perfekt. Ich lasse ihn besser nicht fallen. Okay, los geht's. Emily? Was ist los, Matthew? Oh mein Gott, machst du Witze? Ich muss dich etwas fragen. Ich kann's nicht glauben. Willst du mich heiraten? Natürlich will ich. Ich war noch nie so glücklich. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Warum Schmuck kaufen, wenn du selbst welchen machen kannst? Ich bekomme einfach nicht genug von Pink. Und als Form kommt nur das Herz in Frage. So, zwei sind immer besser als eins. Jetzt zum Epoxidharz. Keine Bange, Glitzer kommt noch. Und auch hübsche Perlen. Wie bezaubernd ist das denn? Wunderschön. Ein Unikat, genau wie ich. Wow, eine echte Meerjungfrau? Ich kann's nicht glauben. Hi. Oh, hallo Mensch. Oh, komm her. Ich? Aber ich habe Flossen, siehst du? Ach ja. Siehst du das? Versuch zu fangen, okay? Wow, das ist göttlich. Danke. Bitte sehr. Das ist fantastisch. Oh, meine Augen. Hä? Wo ist sie hin? Was ist passiert? Ist sie im Wasser? Hi, Fischi. Nein. Claire? Hä? Oh, du bist es. Ich bin so froh. Und hier gehe ich zur Schule. Oh, hi alle zusammen. Okay, einer nach dem anderen. Oh Mann. Ein Autogramm? Bitte? Wow. Hallo? Hier drüben. Siehst du mich? Wartet, ich kann nicht denken. Stopp. Geht mir aus dem Weg. Hey, ich habe eine Idee. Schaut einfach zu. Seht ihr dieses gedruckte Design? Mit dem Draht forme ich das nach. Fertig. Sieht toll aus. Wenn beide Seiten fertig sind, mischt man in zwei Bechern verschiedenfarbiges Epoxidharz. Schön! Mit einem Stab das Harz verteilen. Genau so. Das perlenfarbige Harz kommt hier rein. Schön flach machen. Dann kommt hier ein Kreis hin. Sieht aus wie eine kleine Sonne. Bezaubernd. Auf die andere Seite kommt eine kleine Mondsichel. Dann Klarlack auftragen als Schutz. Perfekt. Alles trocken. Schaut euch das an. Sorry, ich muss hier durch. Danke. Aber gerne doch. Wow, wie süß. Ich weiß. Ich liebe es. Hey, die passen zusammen. Hey, hey. Bleibt locker, wir sind Besties. Hey, wir ergänzen uns. Dein Yin und mein Yang. Yay, wie spannend. Gleich geschafft. Wir sind frei. Warte. Ja? Ich hab Snacks dabei. Hier für dich. Ich danke dir. Und dazu noch etwas Unterhaltung. Hey, guck dir mal die Werbung an. Wow. Kauft jetzt. Pika, Pika. Alles klar, ich fange an. Ziemlich gut, stimmt's? Oh ja, total lecker. Ich wünschte, ich hätte größere Hände. So gut. Du kannst auch einen Löffel benutzen. Ein Löffel?
das ist doch umständlich. Aha, und jetzt schiebt es in deinen Mund. Wirklich? Aber wie kriege ich den da rein? Voll schwierig. Hab's fast geschafft. Ist lustig, glaube ich. Sehr gut. Was ist das? Ist das ein Pokémon-Anhänger? Cool. Wow. Da muss man doch zuschlagen. Ja? Oh, das Teil ist wirklich hübsch, stimmt's? Oh, Mann. Holt euch euren Anhänger jetzt. Einfach anrufen oder texten. Ich hab nicht so viel Geld. Ja, ich auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Und dafür brauche ich diesen Löffel. Ich habe hier farbigen Ton. Den rolle ich jetzt zusammen. Der kommt dann in den Löffel. Mit einem zweiten Löffel drücke ich den flach. Perfekt. Und jetzt zum lustigen Teil. Ganz viel Glittergel. Ultraviolettes Licht trocknet es. Fertig. Dann rausholen. Hübsch. Wow. Und schon habe ich einen Anhänger. Mach den an meinen Rucksack, bitte. Bitte sehr. Und der kostet absolut nichts. Total. Seht ihn euch an. Du bist die beste Meerjungfrau-Freundin. Oh. Och, Manu. Alles geschmolzen. Das ist Eiscremesuppe. Egal, ob du reich oder arm bist, 3D-Stift-Hacks können wir alle gebrauchen. Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schönste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee. Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm, es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn, das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Es ist eiskalt. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Wow. Hallo, Verfilzung. Das ist ja mein Kamm.
Und ein ganzer Haufen anderer Müll. Igitt, das Zeug ist voller Spinnweben. Besser als nichts, denke ich. Das Ding funktioniert nicht mehr wie früher. Warum sind diese Knoten so hartnäckig? Autsch! Dieser Filz ist ja riesig. Ah, das ist doch lächerlich. Geh raus! Komm schon! Das war mal auf meinem Kopf. Wer hat dieses wackelige Ding das geschafft? Ach, na egal. Meine Krallen müssen jetzt dran. Oder auch nicht. Gibt's hier noch was anderes? Was ist mit dem Holzspatel? Natürlich. Benutze den 3D-Stift, um die Borsten zu machen. Das kann eine Weile dauern, aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Du kannst die Borsten so lang oder kurz machen, wie du willst. Mach weiter, bis du den ganzen Spatel bedeckt hast. Zeit zum Trimmen. Halb so lang sollte funktionieren. So, du hast dir eine Bürste gebastelt. Verfilzungen haben keine Chance mehr. Mein Haar wird so seidig glatt sein. Und ich habe keinen Cent ausgegeben. Wie toll sehen meine Haare jetzt aus. Kreativ sein ist toll. Und anstrengend. Mann, ich hoffe, ich bin bereit für diesen Test. Was ist denn da drüben los? Dumme Knallköpfe. Wir werden sowas von abfeiern. Eine Party? Die beste Party? Fantastisch! Beste Party aller Zeiten! Und ich habe genau das richtige Outfit. Es ist Partyzeit. Aber meine Nägel, so kann ich da nicht hin. Aber die Maniküre ist zu teuer. Wie lange kann ich sie verstecken? Mein 3D-Stift! Möchtest du schöne Nägel? Leg zuerst Pergamentpapier drauf. Sobald du das Nagelbett definiert hast, zeichne den Umriss nach. Nimm das Papier ab. Und zeichne den Nagel zu Ende. Dann fülle ihn mit deinem Stift aus. Rot ist immer schön. Sieht schon ziemlich gut aus. Benutze eine Stange wie diese, um ihn so zu formen, dass er auf deinen Nagel passt. Dann zieh ihn vom Papier ab und er sollte die perfekte Passform haben. Tada! Sie sind wunderschön! Der Stift ist echt praktisch. Er braucht schon eine teure Maniküre, wenn man es selbst machen kann. Hey, deine Nägel sind traumhaft! Vielen Dank! Das ist ein Selbstvertrauensschub. Hallo, Ava. Du strahlst ja heute. Sind die echt? Nein! Ist das David? Nein! Meine Haare! Das sollte flirten wirken. Ach, blöde, lange Haare. So ist besser. Er nimmt mich nicht mehr wahr. Ava bekommt seine ganze Aufmerksamkeit. Echt jetzt? Dann muss es so gehen. Alles ist gut. Hä? Mein ganzes Zeug ist hier rausgefallen. Dieser Tag wird ja immer besser. Hi, David. Wow. Schau dir Annies Ohrringe an. Hey. Was? Wie bitte? Wo willst du hin? Du magst sie wirklich? Sie sind auch einzigartig. Schreib mir einfach auf Insta. Annie denkt wohl, sie ist schlau. Aber ihre Ohrringe sind schon ziemlich cool. Mir gefällt dein Ohrschmuck. Ich helfe dir, so einen zu machen. Zeichne ein Blatt mit einem 3D-Stift nach. Fülle auf das Innere. Sieht aus wie ein echtes Blatt, oder? Sobald es trocken ist, befestige es an einer Kette. Und dann noch ein zweites Blatt. Du kannst sie beliebig kombinieren. Schön! Annie,
danke. Immerhin sehen sie teuer aus. Da hat aber jemand rumgepfuscht. Zum Glück habe ich immer Werkzeug dabei. Nein, der Hammer hilft mir nicht weiter. Da ist er ja. Mein 3D-Stift, mein Freund und Helfer. Ich möchte nicht, dass noch mehr Leute stolpern. Eine Linie nach der anderen und den Rest auffüllen. So gut wie fertig. Fast fertig. Tada! Phew, brillant. Na los! Oh yeah! Wow, ich bin schon viel besser geworden. Herzen male ich am liebsten. Hey, bleib wo du bist! Na los, mach schneller! Los, go, go! Geht das auch leiser, Betty? Ruhe da drüben! Oh! Hey, deine Taste! Du hämmerst voll auf der Tastatur herum! Oh, wie soll ich denn jetzt nur spielen? So ein Mist! Gib sie her! Die gehört jetzt mir! Oh, voll ätzend! Sie hat den Stift vergessen! Ich weiß schon, wofür der gut ist. Wenn dir eine Taste kaputt gegangen ist, kannst du dir eine neue mit einem 3D-Stift machen. Achte darauf, dass sie so hoch ist wie die anderen Tasten. Und der Moment der Wahrheit? Yes! Die Show geht weiter! Wow, Betty, du bist ja zurück! Bin wieder da. Betty, du hast meinen Stift genommen, ohne zu fragen. Geschwister sind voll nervig. Das musst du gerade sagen. Wenn du meinst. Ich glaube, ich habe einen Zahn verloren. Zahnfee, komm und hol ihn dir. Hoffentlich ist bald morgen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Igitt, runter von mir. Oh, nichts passiert. Oh nein, das zaubere ich schnell wieder heil. Der hat schon mal bessere Tage gesehen. Voll hinüber. Sie wacht auf. Ist dein Lieblingsgeschirr kaputt? Dann repariere es mit einem 3D-Stift. Das dauert ein bisschen, aber Geduld zahlt sich aus. Der Rand ist fertig und dann verbinde den Rand mit Linien. Etwa so. Die Hälfte ist schon geschafft, Leute. Und dasselbe machst du nochmal in die andere Richtung. Es sollte ungefähr so aussehen. Schön, oder? Dieser Teller wird ihr bestimmt gefallen. Das hätten wir. Ja, der Zahn. Deswegen bin ich ja schließlich gekommen. Ich rieche ein Zähnchen. Bingo. Sie wird sich bestimmt freuen. Schnell weg hier, bevor sie aufwacht. Nicht schon wieder. Heute ist echt überhaupt nichts los. Seit wann gibt es hier Eis? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Habe ich Geld dabei? Oh nee, da ist ja nur Müll. Und was ist hiermit? Ich versuch's einfach mal. Oh, Kundschaft. Hallo. Hallo. Hast du Eis für mich? Nur gegen Bezahlung. Ich bin pleite. Keine Moneten, kein Eis. Oh Mann. Bin gleich zurück. Okay. Ich kann alles haben, was ich will. Solange ich meinen 3D-Stift bei mir habe. Perfekt, aber es fehlt noch was. Sieht aus wie eine Eiswaffel, oder? Und was passt am besten dazu? Eine Kugel Eis. Jemand Lust auf Erdbeersoße? Ich werde schon richtig hungrig. Sieht das nicht toll aus? Und durch die Öse ziehst du eine Kette. Voll süß. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Sind die nicht voll schön? Und jetzt kommt der Feinschliff.
gleich. Oh, du bist zurück. Ja, da bin ich wieder. Wow, so eine schöne Kette. Sieht genauso aus wie dein Eis, oder? Stimmt. Gibst du mir jetzt ein Eis? Ich wollte doch nur Eis haben. Nicht schon wieder. Mit einem 3D-Stift und Heißkleber lässt sich beinahe jedes Problem beheben. Welcher Trick hat dir am besten gefallen? Schreib uns in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst.